Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Veranstaltung im Rahmen der Serie Green Cities 2035, klimaneutrale Kommunen mit neuen Allianzen, einer gemeinsamen Serie der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Deutschen Institut für Urbanistik. Wärmewende ist unser Thema heute. Kommunale Lösungen für die europaweite Energiekrise? Fragezeichen haben wir diese Veranstaltung genannt. Das klingt groß und das ist auch groß. Die Wärmewende war ja bisher eher so ein Stiefkind der Energiewende, was ein bisschen wenig Beachtung bekommen hat. Das hat sich grundlegend geändert mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Haben sich die Preise im fossilen Sektor bei den fossilen Brennstoffen extrem verteuert. Und die Wärmewende oder das Thema Wärme ist im Prinzip durch die hohen Gasrechnungen und andere Rechnungen bei jedem im Haushalt angekommen. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie die Wärmewende gelingen kann. Und zwar ein klimaneutraler Umbau der Wärmeversorgung, der gleichzeitig auch noch sozial abgefedert sein soll, beziehungsweise bezahlbar. Das ist unser Thema. Und welche Rolle die Kommunen dabei eigentlich spielen. Mein Name ist Sabine Drewes. Ich bin Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und wir machen die Moderation hier heute zu zweit, mit meinem Kollegen Robert Riechel vom Deutschen Institut für Urbanistik, der im Arbeitsbereich Infrastrukturen, Wirtschaft und Finanzen tätig ist und dort auch für die Wärmewende zuständig. Und Robert, ich würde dich gerne zum Eingang fragen, gibt es eine Zeitenwende im Wärmesektor und welche Rolle spielen die Kommunen dabei aus deiner Sicht? Tja, Sabine, ich denke, das kann man schon sagen, wenn man schaut, dass quasi wöchentlich neue Schlagzeilen zum Thema Gebäudebereich jetzt reinkommen und die Schlagzeilen bestimmen. Das war lange nicht so. Und endlich, muss man sagen, kriegt der Gebäudebereich die Aufmerksamkeit, die er verdient. Und insofern würde ich sagen, das Schlaglicht ist an. Nun müssen die Akteure die Bühne nutzen und erfolgreich, sozusagen, erfolgreich zum Ziel der Klimaneutralität führen. Und was sagst du dazu? Steht die Zeitenwende jetzt schon an? Ja, ich würde das auch so sehen. Also ich glaube, es sind erstaunliche Dinge passiert. Zum Beispiel dieser Preisanstieg der fossilen Brennstoffe hat dazu beigetragen, dass eigentlich erstmals bei neuen Wärmelösungen teilweise die Erneuerbaren sogar preisgünstiger sind. Und das ändert natürlich die Lage, die Ausgangsvoraussetzungen zum Beispiel für Wärmenetze, die auf der Basis erneuerbarer Energien hauptsächlich betrieben werden. Viel mehr Leute als jemals zuvor denken darüber nach, ihre Gebäude zu sanieren und auch der Wärmepumpenboom spricht Bände. Und es stehen natürlich auch die Kommunen stärker im Fokus dieses Themas, da sie ja wahrscheinlich bundesweit die Aufgabe bekommen, die Wärmeplanung zu koordinieren. Und ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Themen hier aufgerufen. Ich wollte Ihnen noch ankündigen, also wir haben natürlich wieder viele spannende Referentinnen hier, die mit uns diskutieren. Wir freuen uns sehr. Wir werden Sie im Laufe der Zeit Ihnen vorstellen. Auch dieses Mal wird es ein Mix sein aus Kommunalvertretern, aus der Energiewirtschaft, in diesem Fall auch aus der Wohnungswirtschaft. Und ich freue mich besonders, dass wir hier wirklich vollzählig sind von den Referentinnen aus, weil das bis vorgestern oder so noch gar nicht wirklich so aussah, weil wir wirklich sehr viele Krankheitsfälle hatten und ganze drei von unseren Referentinnen kranke KollegInnen vertreten. Also vielen Dank, dass Sie sich so spontan bereit erklärt haben, hier mit uns zu diskutieren. Und ich übergebe jetzt an Robert Riechel, der den Teil des Eingangsinputs übernimmt. Genauso ist es. Wir kommen zum ersten Programmpunkt. Und ich hatte es gerade schon angedeutet, es passiert unheimlich viel gerade, was so die politischen Rahmenbedingungen angeht, die die Wärmewende direkt oder indirekt betreffen, die auch sozusagen die Kommunen adressieren. Neuerdings sind die Kommunen auch ein wichtiger Akteur im Wärmebereich. Und wir haben uns deshalb kompetente Unterstützung eingeladen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz,
um uns mal auf den Stand der Dinge zu bringen, um uns einen Überblick zu geben, was gerade diskutiert wird, direkt für die Kommune und was auch ansonsten an aktuellen Rahmenbedingungen gestaltet wird, die dann, wenn man so will, indirekt dann die Fähigkeiten der Kommunen sozusagen mit beeinflussen, was sie im Bereich Wärmewende tun können. Wir sind sehr dankbar, dass Kerstin Deller zu uns gestoßen ist und diesen Input jetzt leisten wird. Kerstin Deller ist Referatsleiterin im Referat 2A2 Wärmenetze, Wärmeplanung und kommunale Wärmewende im BMWK. Sie hatte dieses Jahr, wenn man so will, ein kleines Dienstjubiläum. Seit 20 Jahren ist sie in verschiedenen Funktionen in verschiedenen Bundesministerien vertreten. Seit 2010 hatte sie die Leitung verschiedener Referate inne. Vor 2002 hatte sie auch sozusagen einen Teil wissenschaftliche Laufbahn. Sie war unter anderem am Wuppertal-Institut und an der Humboldt-Universität. Vom beruflichen Hintergrund her ist sie Politikwissenschaftlerin und Volkswirtin. Frau Deller, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind, dass Sie uns einen Überblick geben, was das BMWK gerade alles plant im Bereich Wärmewende, was schon realisiert ist, was demnächst kommen wird. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Ich fürchte, ich kann Ihnen zwar einen Überblick geben, aber Sie sehen mich nicht. Hören Sie mich? Ja, wir können Sie hören. Ja, ich habe leider nicht die Möglichkeit, das hier zu ändern oder zu verbessern. Tja, gut. Das heißt, Sie werden mit mir als Blackbox vorlieb nehmen müssen. wir haben ja heute das Thema Wärmeplanung, Wärmewende insgesamt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat das natürlich sehr hoch auf der Agenda. Und insbesondere die Krisenbewältigung nach dem russischen Überfall auf die Ukraine setzt es natürlich einerseits nochmal sehr hoch auf die Agenda und andererseits ist natürlich ein großer Teil des Hauses auch mit Krisenbewältigung beschäftigt und die wichtigen langfristigen Themen treiben wir weiterhin voran, manchmal nicht ganz so schnell, wie wir uns das wünschen würden. Ja. Uns ist klar, dass gerade im Bereich Dekarbonisierung der Wärme einiges nicht schnell und entschieden genug geht. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir gerade für den Gebäude- und Wärmesektor noch weitere wegweisende Maßnahmen auf den Weg bringen können und umsetzen werden. Das gilt einmal mit Blick auf die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die Weiterentwicklung der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Es gilt aber insbesondere auch für das Thema Wärmeplanung und Wärmenetze und hier insbesondere auch kommunale Wärmeplanung. Es werden vielleicht einige von Ihnen wahrgenommen haben, dass der Koalitionsvertrag das erste Mal dieses Thema überhaupt adressiert, dass sich die Bundesregierung nämlich für eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung einsetzen wird. Und wir haben als BMWK hierzu im Sommer auch ein Diskussionspapier veröffentlicht, in dem wir verschiedene Eckpunkte vorgestellt haben. Und zwar extrem wichtig, dass wir nicht mit einem Gesetzesentwurf rauskommen, sondern von Anfang an hier auch in einem guten Dialog sind mit den verschiedenen Bundesländern, mit den kommunalen Spitzenverbänden und auch den verschiedenen Verbänden der Energiewirtschaft, Gebäudewirtschaft und so weiter und so fort. Wir haben dieses Diskussionspapier veröffentlicht. Wir haben mehr als 50 Stellungnahmen tatsächlich bekommen, was ja auch zeigt, dass das Thema virulent ist und haben tatsächlich vorwiegend positive Rückmeldungen dazu bekommen, dass unser Vorschlag war, eine verbindliche flächendeckende Wärmeplanung kommunal auf den Weg zu bringen, auch in Form eines Gesetzes mit ein paar prominenten Ausnahmen. Es gibt ein Bundesland, das das kritisch sieht. Andere Bundesländer hatten die Befürchtung, was ist denn dann mit den Gesetzen zur kommunalen Wärmeplanung, die wir bereits verabschiedet haben. Das können wir aber, denke ich, ganz gut aufheben, weil wir da weitgehend Bestandsschutz liefern werden.
Lediglich in der Fortentwicklung der Wärmepläne, die dort entstanden sind, nochmal auf eine, also darauf bestehen würden, dass es an der Bundesgesetzgebung sich orientiert. Ich stelle Ihnen vielleicht kurz die Eckpunkte vor, entlang derer wir den Gesetzesentwurf entwickeln. Wir sehen vor, eine bundesgesetzliche Verpflichtung der Länder, dafür Sorge zu tragen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet eine kommunale oder eine Wärmeplanung durchgeführt ist. Die Länder können und sollen diese Pflicht zur Durchführung an die Kommunen übertragen. Hintergrund des Ganzen ist, dass die Bundesregierung den Kommunen keine Aufgaben übertragen kann, sondern dass das die Aufgabe der Länder ist und insofern dieser Weg gewählt werden muss. Wir sehen im Moment vor, dass sich diese Verpflichtung auf Kommunen mit einer Größe von mehr als 20.000 Einwohnern erstreckt. Mittelgroße Städten würden wir wahrscheinlich auch eine längere Übergangsfrist oder eine längere Erfüllfrist einräumen wollen. Letztlich ist das aber Entscheidung der Bundesländer. Das könnte jetzt Bund anregen oder einen Rahmen vorgeben, aber nicht letztlich entscheiden. Wir möchten das Bundesgesetz möglichst schlank halten, indem wir den Rahmen für die Wärmeplanung vorgeben und parallel dazu einen Leitfaden erarbeiten, der methodische und inhaltliche Empfehlungen und Hilfestellungen enthalten soll. Also diejenigen, die das kennen, Baden-Württemberg geht auch einen ähnlichen Weg. Es gibt sehr viele sehr technische Fragen, die aber auch politisch relevant sind, die man jedoch nicht im Gesetz klären können wird, jedenfalls nicht, wenn man es in dieser Legislaturperiode umsetzen möchte. Dazu gehört zum Beispiel, welche Methode wird angewandt, um den wirtschaftlich günstigsten Weg für ein bestimmtes Gemeindegebiet zu beschreiben. Das setzt voraus, dass man Annahmen über Preise für Sanierungen und Preise für verschiedene Formen erneuerbarer Energien oder für die Nutzung von Abwärme für die Zukunft annimmt. Das ist aus unserer Sicht auch etwas, was die Kommunen brauchen, gerade im Hinblick auf knappe Rohstoffe wie nachhaltige Biomasse oder grünen Wasserstoff. Es ist allerdings politisch sehr umstritten. Insofern würden wir beim Gesetz eher uns auf das Verfahren konzentrieren und das in einen Parallelprozess auslagern wollen. Für diejenigen, die in der Umweltpolitik sich auskennen, vergleichbar mit der TA Luft. Genau, das Prinzip wäre, dass für den Wärmeplan das Gemeindegebiet im Hinblick auf EE-Wärmeerzeugungspotenziale und unterschiedliche Wärmeversorgungsgebiete untersucht und dann auch eingeteilt wird. Das heißt, im Wesentlichen, dies hier wird als ein Gebiet betrachtet, das geeignet ist für die dezentrale klimaneutrale Versorgung in der Zukunft. Dies hier ist ein Gebiet, das eher für eine leitungsgebundene Wärmeversorgung geeignet ist. Beides natürlich künftig So, jetzt kann ich Frau Deller für einen Augenblick nicht hören. Dafür sehen wir sie jetzt. Jetzt sehen wir sie wieder, Frau Deller. Ja, und wir hören sie. Jetzt sehen Sie mich überhaupt. Und Sie sehen uns. Sie hören mich. Gut, wunderbar, dann ist es auch, spreche ich hier nicht so ins Blinde. Genau, bislang waren Sie gut zu verstehen. Sehr schön. So, ich war, glaube ich, an der Stelle, als ich unterbrochen wurde, wie soll es denn aussehen mit der Zonierung, ja, mit der kartografischen Darstellung. Wir stellen uns das so vor, dass relativ grob gesagt wird, hier ist ein drittes Gebiet für eine künftig neutrale, dezentrale Wärmeversorgung. Heißt, die Häuser müssen so umgerüstet werden, dass die Heizung, dass über direkte Heizung klimaneutral versorgt werden können. Andere Gebiete als Eignungsgebiet für leitungsgebundene Wärmeversorgung, sprich Wärmenetze, künftig ebenfalls dekarbonisiert ausgewiesen sind. Und es wird auch Gebiete geben, wo man sagt, das kann man im Moment noch nicht entscheiden, wegen Mischbebauung zum Beispiel oder auch Gewerbeansiedlungen. Ja, auch solche Dinge wie, sind Industrieansiedlungen, wo kann man Abwärme nutzen, soll dabei natürlich berücksichtigt werden.
Und wir möchten nicht bei einer Potenzialanalyse stehen bleiben, sondern daraus eben wirklich eine möglichst verbindliche Beschlussfassung der Kommune erreichen, sodass dann auch für dritte Akteure wie Versorgungsunternehmen oder Gebäudebesitzer klar ist, künftig dieses Haus an die Wärmeversorgung, an die Fernwärmeversorgung angeschlossen oder auch an eine Nahwärmeversorgung klimaneutral. Das heißt, ich muss mein Haus zwar isolieren, aber es macht wenig Sinn, sehr viel Geld in eine erneuerbaren Heizung zu investieren, sondern in 3 Jahren wird man angeschlossen. Ja, das ermöglicht aus unserer Sicht eine vernünftige Planung und Planungssicherheit eben auch im Hinblick auf die Infrastrukturen. Im Hintergrund steht natürlich auch die Frage Gas. Die ist politisch hoch umstritten, aber es werden keine verbindlichen Entscheidungen zu Gasverteilnetzen erwartet, aber es wird, glaube ich, den Kommunen dazu auch eine fachliche Handreichung gegeben, auf Basis solcher Entscheidungen getroffen werden können. Also keine Vorgabe aus Berlin, sondern einfach die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass die kommunale Wärmeplanung im Hinblick auf eine klimaneutrale Versorgung durchgeführt werden kann. Wir sehen vor, dass die Wärmeplanung eng verzahnt wird mit dem Bauplanungsrecht. Wir haben auch auf Ministerebene eine gemeinsame Federführung mit dem BMWSB dazu vereinbart. Und wir möchten letztlich damit auch eine koordinierte Entwicklung der Infrastrukturen für Strom, Gas und Wärme stärken und sicherstellen. Ja, weil das sind ja alles Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, aber sehr weit in die Zukunft Auswirkungen haben werden. Wir haben dazu eine Stakeholder-Konsultation am 30.11. Da sind vielleicht auch einige Ihrer Verbände eingeladen. Unser aktueller Zeitplan, der sich leider nach hinten verschoben hat, Stichwort Krise, ist ein Kabinettstermin im März und eine Ressortabstimmung planen wir für den Januar. Ob das so passieren wird, das hoffen wir auf Fachebene, aber das ist unser aktueller Zeitplan. Wir haben Widersprüche eines Bundeslandes, Bayern, und wir haben auch innerhalb der Bundesregierung noch keine Einigkeit. BMF und BMBF haben dem bislang widersprochen. Wir führen hier Gespräche und versuchen die Kollegen davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, diese Fragen nicht ideologisch zu diskutieren, sondern sehr nah an der Realität vor Ort. Gut. Und natürlich stellt sich dann die große Frage, woher kommt eigentlich das Geld? Uns als BMWK ist klar, die Länder werden das nur machen, wenn der Bund da auch unterstützend tätig wird. Das ist aus unserer Sicht nicht über Förderprogramme zu lösen, sondern da muss man wirklich über eine verbindliche Unterstützung der Länder nachdenken, weil das Ganze auch nur dann funktionieren wird, wenn nachhaltig Stellen in den Kommunen geschaffen werden dafür. Das heißt, es ist ein dickes Brett, aber wir sind guten Mutes, dass wir da vorankommen. Dann vielleicht noch kurz 3 Worte. Was ich noch sagen sollte, wir haben jetzt für ein Jahr, für das nächste Jahr auch ein Förderprogramm Impulsförderung kommunale Wärmeplanung gestartet mit Endpunkt Ende nächsten Jahres, damit wir die Vorreiter hier nicht bestrafen, weil wir mit einem Gesetz nicht vorankommen, gehen letztlich davon aus, was ich ja bereits gesagt hatte, dass das Problem nicht in ausreichendem Maße adressiert ist mit Förderprogrammen. Dann vielleicht kurz noch zum Thema Wärmenetze. Einmal, weil es mit dem Thema eng verknüpft ist, zweitens, weil es auch in meiner Zuständigkeit liegt. Wir haben es nach langen Verhandlungen mit der Kommission geschafft, die Bundesförderung effiziente Wärmenetze am 15.09. in Kraft zu setzen. Das ist für das Zentralförderprogramm für die Dekarbonisierung der Wärmenetze. Und zwar einmal für Bestandsnetze, aber auch für neu zu bauende Netze. Wir haben im Moment nach dem aktuellen Verhandlungsstand aus dem KTF bis 2023 knapp 3 Milliarden zur Verfügung. Das ist zwar weniger, als die Verbände sich gewünscht haben, aber doch eine sehr klare Größenordnung, die aus unserer Sicht aber auch notwendig ist, weil es einfach langfristige und erhebliche Umstellungen sind.
So, neben dem Thema Dekarbonisierung ist hier auch das Thema Erweiterung von Wärmenetzen ein Thema, vor dem Hintergrund, dass wir da eine neben den Wärmepumpen eigentlich die entscheidende Technologie, wenn man das so nennen kann, sehen für die Dekarbonisierung der Wärme. Unser Ziel ist 50% erneuerbare Abwärme bis 2030 zu erreichen. Und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Das sage ich nicht, weil ich der Meinung bin, dass das Ziel falsch ist, sondern das heißt, dass extrem schnelle Fortschritte notwendig sind. Genau. Dann ist ein weiteres Thema in dem Kontext Abbau rechtlicher Hemmnisse für klimaneutrale Wärmenetze. Dazu kann ich im Moment noch nichts im Detail sagen. Es ist aber ein Thema, das wir auf der Agenda haben und wissen, dass wir es angehen müssen. Jetzt gucke ich so ein bisschen zu Ihnen als Moderator. Ich könnte noch ein paar Sätze sagen zu 65%-Regelung EEG, aber ich weiß nicht, ob ich damit nicht den zeitlichen Rahmen sprenge. Das wäre sonst meine erste Nachfrage gewesen. Also zumindest ein paar Stichworte noch zum Thema 65%, weil das ja jetzt sozusagen dann schon ordnungsrechtlich jetzt nochmal eine neue Qualität ist. Mhm. Genau, genau. Also das Gebäudeenergiegesetz ist bereits angepasst auf einen besseren Neubaustandard ab dem 01.01.2022, Effizienzhaus 55. Der nächste Schritt wird eine 65% erneuerbaren Vorgabe sein ab dem 01. Januar 2024 für neue Heizungen im GEG. Das ist eine Vorgabe ebenfalls aus dem Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag steht 1. Januar 2025. Aus unserer Sicht ist es notwendig, das vorzuziehen. Und das hat auch der Koalitionsausschuss vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges so beschlossen. Wir sehen die 65%-Regelung als ein weiteres zentrales Instrument für Klimaschutz und auch für die Unabhängigkeit von Gasimporten. Wir wollen auch damit Planungs- und Investitionssicherheit für Industrie, Handwerk und Eigentümer schaffen, wissen auch um die großen Herausforderungen, die damit verbunden sind, aufgrund einmal der Vielzahl der Betroffenen, aber auch der hohen Unterschiedlichkeit der Gebäude und natürlich der sozialen Dimension, die es in dem Fall gibt es natürlich aus dem Ukraine-Krieg keinen Rückenwind im Sinne von, dass leichter würde, sondern Sie kennen alle die Situation am Wohnungsmarkt. Wir werden die mit berücksichtigen müssen. Ja. Es wird verschiedene Erfüllungsoptionen geben für die 65%-Regelung. Das ist einmal Anschluss an ein Wärmenetz, das ist der Einbau einer Wärmepumpe, das ist der Einbau einer Biomasseheizung auf Basis von fester oder flüssiger Biomasse. Klammer auf, parallel dazu erarbeiten wir eine Biomasse-Strategie, die auch nochmal klären wird, welche Anforderungen an die zu verbrennende Biomasse gestellt werden. Das ist die Möglichkeit einer Gasheizung unter Nutzung von grünen Gasen, Einbau einer Stromdirektheizung und Einbau einer Hybridheizung mit 50% Erneuerbaren. Sonder- und Härtefälle, die sicherlich auftreten werden, werden durch Übergangsfristen bzw. streng begrenzte Ausnahmen berücksichtigt. Und die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, die wir durchgeführt haben, legen nahe, dass Wärmenetz und Wärmepumpe in den meisten Fällen die wirtschaftlichste Lösung sein werden. Also ich bin, glaube ich, aus der Kurve geflogen, als es um das Thema Wirtschaftlichkeitsüberlegungen ging. Wir lassen verschiedene Technologien zu. Wir gehen aber davon aus, dass Wärmenetz und Wärmepumpe in den meisten Fällen die wirtschaftlichste Lösung sein werden. Und Biomasse ist zulässig, auch nötig, ist aber vor allem für Problemgebäude, Anführungszeichen, vorgesehen. Problem heißt, unter Denkmalschutz stehen schlechter Sanierungsstand. Zeitplan ist hier, Kabinettstermin voraussichtlich im März, Ressortabstimmung ist auch hier für Januar, Februar geplant. Und wir werden eine weitere GEG-Novelle im zweiten Halbjahr 2023 durchführen zur Umsetzung der Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie, insbesondere der Mindesteffizienzstandards, der Verschärfung des Neubaustandards auf Effizienzhaus 40 und die Überarbeitung der Anforderungssystematik. Das soll vielleicht genug sein zum Thema GEG an dieser Stelle. Mhm. Prima. Danke, Frau Deller. Ich finde, das war in der Zeit, die wir nur zur Verfügung hatten, jetzt sehr ein kompakter und guter Überblick über all die vielen Baustellen, die Sie gerade haben beim BMWK und die Sie bearbeiten. Ja, also ganz herzlichen Dank dafür.
Es gab ein paar Fragen im Fragen- und Antwort-Tool, auf die möchte ich gerne nochmal eingehen gleich. Auszugsweise jedenfalls eine Frage hätte ich selbst nochmal. Sie hatten das selbst angesprochen, das Thema Verbindlichkeit. Sie wollen sozusagen das Instrument der kommunalen Wärmeplanung möglichst verbindlich für Kommunen über den Umweg der Länder einführen. Was können Sie sagen zur sozusagen Verbindlichkeit der Aussagen? Wie kriegt man das, was dann im Wärmeplan irgendwann mal steht, auch tatsächlich sozusagen in die Umsetzung? Wie viel kann da so ein Wärmeplan tatsächlich leisten? Ja, eine gute Frage. Thema Verbindlichkeit hat tatsächlich zwei Aspekte. Das ist einmal, dass es die Verbindlichkeit gibt, eine solche durchzuführen, aber auch eine Verbindlichkeit zur Umsetzung. Wir wollen ja keinen neuen Papiertiger schaffen, sondern Ziel und Zweck dieser Wärmeplanung ist ja, dass wirklich in den Kommunen Strukturen aufgebaut werden, die sich mit der Frage beschäftigen und auch Maßnahmen definieren können, die dann umgesetzt werden. Und da spreche ich nicht von 184 Kleinstmaßnahmen, sondern uns würde reichen, wenn die drei wesentlichen oder die vier wesentlichen definiert werden und dann auch umgesetzt werden. Das ist schon ein hoher Anspruch. Unsere ursprüngliche Vorstellung war, dass der Beschluss der Kommune in Form einer Satzung erfolgen sollte, natürlich vorher unter enger Einbindung der verschiedenen Stakeholder. Und zwar deshalb, weil das den Dritten, also Gebäudebesitzern, Industriebetrieben, Energieversorgern, eine Verbindlichkeit geben würde für ihre Pläne. Das ist allerdings nicht ganz einfach in der Durchsetzung gegenüber den Ländern und auch den kommunalen Spitzenverbänden. Wir überlegen im Moment, ob man unterhalb dieser Schwelle einer kommunalen Satzung bleiben kann, indem man die Wärmeplanung eng mit dem bestehenden Baurecht verknüpft und in die Bauleitplanung mit einbindet, auch ins Städtebaurecht. Dazu bin ich aber noch nicht sozusagen endgültig sprechfähig. Das ist etwas, was wir gerade mit dem BMWSB diskutieren und wo tatsächlich die Fachkompetenzen, die Erfahrung der Kollegen sehr hilfreich ist. Mhm. Okay, danke. Ich greife mal jetzt vor allem eine Frage aus dem Chat raus, die besonders viel gestellt wurde, nämlich die betrifft die kleineren Kommunen, also die, die jetzt unterhalb der Schwelle liegen von 20.000 EinwohnerInnen und wo Sie sagten, für die wird die Verpflichtung zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung zunächst nicht gelten. Was können diese kleinen Kommunen tun? Also erstens können sie sich, wenn sie eine solche kommunale Wärmeplanung anstreben, natürlich an dem Leitfaden für die großen Kommunen orientieren. Zweitens, es gibt ja bereits jetzt Landesfördermittel in einigen Ländern, auf die diese Kommunen zurückgreifen können. Und wir könnten uns auch vorstellen, dass seitens des Bundes für diejenigen der kleinen Kommunen, die das machen möchten, hier ein Förderprogramm aufgelegt wird. Ja, das ist allerdings wieder das ist im Moment ein Wunschtraum des BMWK der Fachebene. Das wäre dann eben auch durch die für den Haushalt und den KTF aufzustellen oder auch umzusetzen. Ja, das ist nichts, was jetzt in naher Zukunft anstünde. Aber was wir ja gemacht haben, ist die Impulsförderung aufzusetzen bis Ende nächsten Jahres und die ist nicht differenziert zwischen großen und kleinen Kommunen. Bewusst nicht. Mhm. Also schnell sein. Ja, okay. Mhm. Das betrifft auch eine andere Frage, die im Chat stand, wo gefragt wurde, was die Kommune tun kann, wenn erst ab 2024 die Verpflichtung aus dem Bundesland gilt, in dem Fall Niedersachsen. Also man kann ja jetzt schon Fördermittel beantragen über die NKI, ne? Seit 1.11. steht genau. Das Förderprogramm. Nur zum Verständnis, in dem Moment, wo die Verpflichtung greift, würde dieses Förderprogramm aber in dieser Form nicht mehr bestehen, oder? Das hat eine Sunset Clause bis Ende nächsten Jahres. Und okay. Es war die Idee zu sagen, wir wollen jetzt nicht Attentismus verursachen, im Sinne von, wir bekommen das Gesetz nicht fertig und alle warten darauf, bis sie in die Aktion gehen. Vor dem Hintergrund haben wir die Impulsförderung gestartet. Okay. Und eine letzte Frage würde ich jetzt nochmal aufrufen, weil sie besonders viele Stimmen schon gekriegt hat. Muss der Klimaschutz nicht als kommunale Daseinsvorsorge und damit als
kommunale Pflichtaufgabe aufgenommen werden, damit es sozusagen mehr Kraft noch entfaltet als bislang. Ja, das ist etwas, was wir angemessen fänden und auch begrüßen würden. Allerdings sind die Kommunen und die kommunalen Spitzenverbände und auch viele Länder in dieser Frage extrem zurückhaltend. Sie kennen die Problematik. Das Erste, was ein Kommunalvertreter macht, wenn er neue Pflichtaufgabe hört, ist ein großes Schild aufstellen, auf gar keinen Fall. Und das ist vor dem Hintergrund dessen, was der Vergangenheit auch nachvollziehbar. Aus unserer Sicht wäre das tatsächlich ein sinnvoller Weg, der aber auch nicht leichter ist in der Umsetzung. Okay, gut, ich nehme auch da aber so ein bisschen Bewegung wahr. Wir diskutieren darüber im Kreis zwischen Politik, Verwaltung und auch Wissenschaft. Also insofern, glaube ich, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und wer weiß, wo wir da noch landen beim Thema Pflichtaufgabe kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung und in der Ausgestaltung dieser Frage auch. Ja. Gut, Frau Deller, ganz herzlichen Dank für diesen Überblick, für den Input. Ich würde es dabei für einen Moment belassen und denke, dass wir jetzt gut gewappnet sind für die weitere Diskussion. Und damit übergebe ich jetzt an Sabine Drewes. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für diesen interessanten, kompakten Einblick in das, was das BMWK plant. Ich würde jetzt gerne einsteigen in das Panel, wo wir verschiedene Diskussionspartnerinnen noch eingeladen haben, ihre Sichtweise auf die Dinge hier vorzustellen. Wir haben einen Blickwinkel aus der Politik, aus der Energiewirtschaft beziehungsweise Stadtwerke und aus der Wohnungswirtschaft. Und ich würde mal kurz gerne die Panelisten vorstellen und sie dann auch bitten, dass sie sich auch kurz mal sozusagen auf der Bühne zeigen. Wir haben da zum einen Frau Susanna Tausendfreund. Frau Tausendfreund ist erste Bürgermeisterin der Gemeinde Pullach in Bayern in der Nähe von München. Sie bekleidet dieses Amt seit 2014 und wurde 2020 noch einmal bestätigt. Und zuvor war sie unter anderem Innen-, Kommunal- und Wohnungspolitische Sprecherin der Grünen Fraktion im Bayerischen Landtag. Sie hat mit einem kommunalen Eigenbetrieb ein Wärmeprojekt umgesetzt, und zwar ein größeres Fernwärmenetz mit Geothermie. Das wird sie uns gleich präsentieren. Außerdem haben wir dabei Herrn Andreas Schmidt vom Dortmunder Energieunternehmen DEW 21. Herr Schmidt ist freundlicherweise kurzfristig eingesprungen für seinen Kollegen. Dafür schon auch jedenfalls schon mal vielen Dank. Er hat Elektrotechnik studiert und ist vor 30 Jahren bei der VEW AG eingestiegen, was der Vorläufer der DEW 21 war. Leitet seit 2000 den Bereich Vertrieb Geschäftskunden und verantwortet den Betrieb von Strom, Gas und Wasser, aber auch Energielösungen wie Wärmecontracting, Fernwärme gehören zum Portfolio. Und er wird uns gleich also die Sicht des Energieversorgers DEW 21 auf diese Fragen präsentieren. Der dritte im Bunde ist Herr Jank, Reinhard Jank, der auch sehr kurzfristig eingesprungen ist, seit einem Tag ungefähr, für die Wohnungswirtschaft sozusagen. Herr Jank war bis 2011 Leiter der Abteilung Energiemanagement bei der Volkswohnung Karlsruhe. Seither ist er im Ruhestand, ist aber noch aktiv und zwar leitet er ein Forschungsprojekt, das sich LOEX im Bestand nennt, des Forschungsverbundes, das vom Fraunhofer ISE koordiniert wird, und ist da sozusagen als jemand, der aus der Wohnungswirtschaft kommt, aber jetzt ein schwerpunktmäßig Energiethema behandelt und seither
aktiv ist sozusagen. Und auch da herzlichen Dank, dass Sie so spontan bereit waren einzuspringen. Also es war nicht leicht, einen Diskussionspartner aus der Wohnungswirtschaft zu bekommen. Das kann man dazu sagen. Und leider hat uns insgesamt die Initiative IW 2050 da zu dieser Veranstaltung, musste sie leider absagen. Aber umso toller, dass Sie jetzt da sind. Genau. Ich würde gerne jetzt zunächst Frau Tausendfreund bitten, das Projekt, Geothermie-Projekt in Pullach vorzustellen, wie Sie das gemacht haben. Das läuft ja schon ein bisschen länger und ob vielleicht aus Ihrem Fall, ob es da auch Tipps gibt für andere Kommunen, Wärmenetze umzusetzen. Bitte, Frau Tausendfreund. Ja, ich greife gleich die vielgestellten Fragen auf, was kann eine kleinere Kommune machen? Meine Kommune hat 9000 Einwohner, also wir sind durchaus ein bisschen kleiner. Wir sind geologisch, sitzen wir sozusagen auf einem Bodenschatz der tiefen Geothermie. Und die Geothermie ist ein wichtiger Schlüssel in der Wärmewende. Es gibt Untersuchungen, dass in ganz Deutschland, ich glaube ein Drittel oder sogar bis annähernd die Hälfte des Wärmebedarfs über die verschiedenen Formen der Geothermie gedeckt werden könnte. Im süddeutschen Raum mit dem Molassebecken haben wir natürlich da besonders gute Voraussetzungen. Ich war, bevor ich Bürgermeisterin geworden bin und auch in der Zeit, als ich Landtagsabgeordnete war, war ich schon lange im Pullacher Gemeinderat und habe die ganze Entwicklung miterlebt, mitgestaltet. Und es ging eigentlich damit los, dass wir im Bayerischen Landtag eine Fachtagung über Geothermie gemacht haben. 2002 gingen dann die ersten Überlegungen los. Dann ist gegen viele Widerstände, soll denn eine Kommune sich sowas auftun? Ist das nicht zu groß für eine Kommune? 2004 ging's dann richtig los und mit Probebohrungen ab 2005 ist Wärme dann geliefert worden. Das Projekt war eher klein angedacht mit zwei Bohrungen und nur die Versorgung von öffentlichen Gebäuden, drei Wohnsiedlungen, dem Bürgerhaus, der Feuerwehr und so weiter. Und es hat sich dann schnell herausgestellt, dass es wirtschaftlich sehr gut ist, wenn wir in die Breite gehen. Und in der Zwischenzeit haben wir die Situation, dass wir die Hälfte des Wärmebedarfs der ganzen Gemeinde über die Geothermie decken können. Wir haben im Nachgang noch eine dritte Bohrung gesetzt und haben jetzt vor, noch eine vierte Bohrung niederzubringen. Und es ist noch ein Zukunftsprojekt in Arbeit mit einem neuen Claim, den wir uns sichern konnten, wo nochmal 6 weitere Bohrungen niedergebracht werden, um Pullach liegt südlich von München, auch den Wärmebedarf von München zu decken, zu helfen und gleichzeitig unser Netz weiter auszubauen und abzusichern. Das Positive war, dass wir die GmbH allein als kommunale Gesellschaft gegründet haben. Wir haben keinen Dritten drin oder keinen, also die Gemeinde hat eine 100-prozentige Tochtergesellschaft, die das alles dann gestemmt hat und sich sehr gut entwickelt hat. Und somit können wir selber alles bestimmen. Und jetzt zeigt sich, dass wir die Preise, die Wärmepreise auch sehr stabil halten können. Im Moment rennen uns die Kunden sozusagen die Türen ein. Sie wollen jetzt so schnell wie möglich angeschlossen werden. Und Tiefengeothermie heißt bei uns Bohrungen in über 3000 Meter, 3500 Meter Tiefe. Dort hat das Wasser bei dem ersten Projekt ungefähr 100 Grad und bei dem neuen Projekt wird es ungefähr 130 Grad haben. Und wir haben auch bisher noch keine Abkühlungseffekte gehabt. Also das abgekühlte Wasser wird wieder runtergeleitet. Die Bohrungen sind unten relativ weit auseinander, ein paar Kilometer. Und wir haben bisher keine Veränderungen feststellen können. Ja, vielen herzlichen Dank. War
Sie waren mit Ihrem Input jetzt erstmal so weit am Ende. Ja, ich denke, ich kann noch sehr, sehr viel mehr. Ja, natürlich. Zum Beispiel, dass wir jetzt auch mit Hilfe dieser Gesellschaft in die Windkraft einsteigen. Die Gesellschaft hat in der Zwischenzeit vor ein paar Jahren das komplette Stromnetz übernommen. Wir bieten inzwischen Ökostrom an über diese Gesellschaft. Und es ist wirklich wunderbar, dass wir diese Gesellschaft in kommunaler Hand haben und hier die die Ressourcen sozusagen nicht, also die es bleibt in der für die Region, es bleibt in der Region, sagen wir mal so. Sie hatten gerade gesagt, Sie konnten die Preise stabil halten. Können Sie ein bisschen was sagen zu den Preisen für die Endkunden? Wie viel zahlen die? Ich habe mich jetzt mit den Zahlen nicht so intensiv beschäftigt, aber wir waren in der Vergangenheit, also bevor die Preise so angestiegen sind, also vor dem Ukraine-Krieg, waren wir vergleichbar mit anderen Energieträgern, manchmal ein bisschen drunter, manchmal ein bisschen höher. Jetzt mussten wir, weil wir auch die jetzige Redundanz, also wir müssen schon auch zuheizen, wenn mal eine Pumpe ausfällt, Reparaturarbeiten da sind oder Kältespitzen da sind, wir müssen mit Öl noch zuheizen. Das würde sich mit dem neuen Projekt dann erübrigen, weil dann hätten wir zwei Projekte, die sich gegenseitig absichern. Also muss auch Ölpreis mit reingerechnet werden, so dass wir jetzt, ich glaube, um 10% im nächsten Jahr die Preise erhöhen müssen. Aber sonst, wie gesagt, vergleichbar oder sogar ein bisschen drunter. Und war das nicht am Anfang eine sehr risikoreiche Sache, eine Geothermiebohrung zu machen? War das unproblematisch, so etwas umzusetzen als kleine Gemeinde? Also wir haben ja zu den Pionieren gehört. Da ging es schon mal los. Naja, wenn die Bohrung schief geht, kann man sowas versichern. Also eine Fündigkeitsversicherung. Wir haben dann zum Glück dieses Risiko eingegangen und es ist gut gegangen. Aber natürlich muss man mehrere Millionen in die Hand nehmen. Zunächst einmal für die Bohrungen. Aber der Netzausbau ist natürlich auch teuer. Und wir hätten uns, also das ist im Grunde die Forderung auch an die Politik, wir hätten uns mehr Förderung gewünscht, weil wir eigentlich, ist die Geothermie auch jetzt noch gegenüber anderen Energieträgern benachteiligt. Nach welchem Programm wurden Sie denn gefördert? Also wie hoch war der Fördersatz? Sie hätten meinen Geschäftsführer einladen müssen, der hätte diese ganzen Fragen ganz präsent, aber wir haben schon immer also günstige KfW-Darlehen bekommen und auch verlorene Zuschüsse bekommen, aber nicht in einem Bereich von in einem 10%, 15% irgendwo in einem Bereich. Und die KfW-Darlehen, die waren natürlich dann zinsgünstig. Aber Darlehen müssen auch zurückgezahlt werden. Ja, also ja, eine Frage. Zahlen, Daten, Fakten, ja. Kann ich vielleicht auf die Homepage von unserer Gesellschaft verweisen. Es ist die IEP GmbH, Innovative Energie Pullach GmbH. Dort kann man, denke ich, sich alles rausziehen. Ich kann auch gerne die Adresse nochmal in den Chat schreiben. Wunderbar. Herr Kritsch, Entschuldigung, hat eine Frage an Frau Deller. Bitte. Hören Sie mich? Ja. Ja, vielen Dank. Mich würde interessieren, es ist ja im neuen Energieeffizienzgesetz die Rechenzentren auch mit einem extra Paragraphen versehen. Und insbesondere da die Abwärmenutzung. Wir sind gerade im Ansiedlungsprozess mit zwei Rechenzentren und die gesamte Branche geht ja sehr stark gegen den aktuellen Referentenentwurf, so nach dem Motto, das ist alles nicht möglich. Wir wollen ja abgeben, aber es gibt keine Abnehmer. Was würden Sie uns denn als Kommune, 35.000 Einwohner und wirklich erheblicher Abwärmenutzung der Rechenzentren
da empfehlen beim Vorgehen? Also wir haben noch keine Baugenehmigung und wir sind gerade im Prozess der Einreichung von den Betreibern für eine Baugenehmigung. Also im Kontext der kommunalen Wärmeplanung wäre es natürlich hilfreich, wenn man eine Vorstellung dazu hätte, wie man diese Abwärme in einem Wärmenetz nutzen möchte, wo das Wärmenetz anliegt und in welchem Maße sie genutzt werden kann. Das wäre sicherlich hilfreich. Zweitens, es gibt zwei Förderprogramme tatsächlich, auf die man zurückgreifen kann. Das ist einmal Energieeffizienz in der Industrie fördert für Antragsteller, also für das Industrieunternehmen oder für das Gewerbeunternehmen, in dem Fall die Rechenzentren, die notwendige Infrastruktur, um die Abwärme auch zu nutzen. Und über die Bundesförderung effiziente Wärmenetze fördern wir die Anpassung des Wärmenetzes selbst, so dass die Abwärme, die ja auch unterschiedliche Temperaturen hat, haben kann, genutzt werden kann, genauso wie zum Beispiel die Möglichkeit, die Temperatur auch nochmal über Großwärmepumpen anzuheben. Im Energieeffizienzgesetz haben wir das bewusst schon mal, wir haben keine Verpflichtung zur Abwärmenutzung reingeschrieben. Und insgesamt ist es ganz interessant bei dieser Frage, die Rechenzentren sagen, ja, wir würden gerne unsere Abwärme loswerden und zwar auch auf und dafür auch vergütet werden, finden aber keine Wärmenetze. Und auf der anderen Seite habe ich schon mit vielen Kommunen gesprochen, die gesagt haben, wir würden wahnsinnig gerne die Abwärme aus Rechenzentren nutzen, um unsere Bürger mit Wärme zu versorgen. Also offensichtlich gibt es da einige Schwierigkeiten, die zu beheben wären. Wir haben vor dem Hintergrund im Energieeffizienzgesetz aufgenommen, dass überhaupt erstmal zu benennen ist, welche Abwärmepotenziale also sind da und eine Informationspflicht dazu genommen. Und auch ja letztlich, das geht in die Richtung einer Verpflichtung. Über was wir außerdem nachdenken, ist ähnlich wie bei der Geothermie im Übrigen, wo wir über Möglichkeiten zur Absenkung des Fündigkeitsrisikos nachdenken, auch für Abwärmeausfälle, die ja möglich sind, wenn die Produktion einbricht oder auch aus anderen Gründen, Lösungen zu schaffen. Da sind wir allerdings noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Ich würde gerne noch, auch wenn dazu jetzt keine Frage kam, einen Punkt sagen zum Thema Geothermie. Das ist natürlich ein großer Vorteil der Wärmenetze, dass man die Geothermie nutzen kann. Und da gibt es eine deutliche Verbesserung der Förderbedingungen im Rahmen der Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Wir fördern dort erstens 40%, zweitens haben wir es muss nichts zurückgezahlt werden, wenn die Bohrung nicht fündig ist und wir haben keine Obergrenze für die Bohrungen, die abgeteuft werden müssen. Also das ist eine deutliche Verbesserung. Ich hoffe, das war natürlich, Herr Ritsch, eine recht pauschale Rückmeldung des Bundesministeriums zu den Instrumenten, die wir anbieten, um die Abwärmenutzung zu unterstützen. Spezifischere Fragen sind da sicherlich, sind wahrscheinlich auch tatsächlich direkt mit den Rechenzentren bei Ihnen vor Ort zu klären. Vielen Dank. Mir hat die Antwort sehr weitergeholfen. Es wäre nett, wenn man die beiden Förderprogramme vielleicht als Link nochmal posten könnte. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dass dieser Referentenentwurf wird ja umgesetzt, oder? Also Sie wissen, wie es ist mit Referentenentwürfen. Die müssen durchs Kabinett und durchs Parlament. Okay.
Aber ich sag mal, wenn durchs Kabinett und Parlament der Lauf gewährleistet ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass es im ersten Halbjahr 2023 verabschiedet ist, oder? Das befindet sich im Einklang mit unseren Plänen, aber wir können natürlich nicht dem Gesetzgeber vorgreifen. Okay. Ja, danke. Ganz vielen Dank. Das ist natürlich eine Frage, die alle interessiert. Vielen Dank, Herr Kritsch. Ich würde doch jetzt den Herrn Lüdemann hier die Frage stellen, weil er um 18 Uhr weg muss und Frau Deller auch. Deswegen also die Frage, ich stelle sie jetzt mal selber. Was meinen die ExpertInnen zur Nutzung von Pelletheizungen in kommunalen Gebäuden? Und ich glaube, das ist ja auch eine gute Frage eben an Frau Deller und sicherlich auch nochmal an Frau Tausendfreund. Wenn man es langfristig betrachtet, sehen wir grundsätzlich Biomasse, ob Pellet oder nicht, im Wärmebereich tatsächlich als eine Möglichkeit für schwer zu dekarbonisierende Gebäude, die nicht dekarbonisiert werden können durch andere erneuerbare Energien. Hintergrund Nachhaltigkeitsanforderungen an die Biomasse. Und Knappheit nachhaltiger Biomasse insgesamt und die Tatsache, dass es in manchen, also dass Brennstoffe insbesondere in der Industrie und auch im Verkehr oder im Flugverkehr gebraucht werden und weniger in der also dass es in der Gebäudewärme Alternativen gibt zu Brennstoffen in sehr vielen Fällen. Insofern nur für die in Anführungszeichen Problemgebäude. Wir verbieten die Nutzung von Pellets nicht, aber wie gesagt, unsere Wirtschaftlichkeitsüberlegungen gehen eher in Richtung Wärmepumpe und Wärmenetze. Und dort würden wir Biomasse auch tendenziell in der KWK-Nutzung sehen und nicht nur als Heizwerk. Ja, vielen Dank, Frau Tausendfreund. Kommunale Gebäude waren direkt angesprochen. Wie sehen Sie das? Ja, also den Pelletheizungen würde ich immer den Vorzug geben vor Gas und Öl, auf alle Fälle. Wir haben auch ein Beispiel bei mir in der Gemeinde. Das ist ein etwas abseits gelegener kleiner Gewerbepark. Das war früher mal unten an der Isar entlang ein Gewerbepark von E.ON, den wir erwerben konnten. Und dort haben wir die Heizung dann mit einem kleinen Netz für die vier Gebäude mit einer Hackschnitzelheizung dann ausgestattet. Das läuft eigentlich sehr gut. Pellets hätten wir auch nehmen können, aber wir haben auch kommunalen Wald und da fällt auch Holz an und dann haben sich die Hackschnitzel einfach noch besser angeboten. Selbst hatte ich eine Pelletsheizung im eigenen Haus, als es noch hieß, ja, bis dahin kommt die Geothermie nie. Aber inzwischen bin ich da auch an der Geothermie jetzt angeschlossen. Also Vorrang vor fossilen Energieträgern auf alle Fälle. So, Herr Schmidt, jetzt sind Sie dran. Es geht um den kommunalen, mehrheitlich kommunalen Energieversorger DIW 21 in Dortmund, der eigentlich bis dato ja auch eher sozusagen fossile Infrastrukturen hat, sowohl in der Fernwärme, ein relativ großes Fernwärmenetz und auch ein Erdgasnetz. Wie schaffen Sie denn bis 2035 tatsächlich aus der CO2-Produktion auszusteigen? Also wie schaffen Sie Klimaneutralität 2035? Sie hatten mir im Vorfeld erzählt, dass tatsächlich der Stadtrat von Dortmund diese Zielvorgabe gemacht hat. Ganz genau. Ja, vielen Dank, Frau Drewes, erstmal für die einleitenden Worte. Ich habe da mal drei Bilder mitgebracht, an denen ich das vielleicht ganz gerne erläutern möchte. Zum einen, wenn man eine Seite weitergeht, sieht man, wir haben uns als Dortmunder Energie- und Wasserversorgung bereits vor einigen Jahren eine umfangreiche Nachhaltigkeitsstrategie auferlegt. Orientiert an den 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Da geht es natürlich um ökonomische, soziale und aber vor allen Dingen auch um ökologische Ziele. Man sieht hier unsere CO2-Fracht des Jahres 2015, jetzt ein bisschen verschoben, aber ganz links auf dem Bild.
Unser Ziel ist es, bis 2035 klimaneutral zu werden. Man sieht auch im normalen Geschäft, man sieht hier 2020, ist das natürlich noch ein sehr weiter Weg. Das bezieht sich bei uns, sieht man rechts auf dem Bild, so um Themen natürlich Netzbetrieb, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verwaltung. Das sind aber eher die kleinen Baustellen. Der größte Hebel ist das Thema Wärme. Und das Thema Wärme sind wir angegangen mit dem Thema Ausbau der Fernwärme und vor allen Dingen Umstellung. Das sieht man auf dem nächsten Bild ganz gut. Wir kommen historisch aus einem Fernwärmenetz, was wir betreiben seit Anfang der 50er Jahre. Gasbetrieben, Dampfnetze, also ich nenne es mal Steinzeittechnik. Wir haben ab 2018 ungefähr 130 Millionen investiert, um die Technik zu ändern, aber vor allen Dingen auch die Quelle zu ändern. In der Form waren wir in der glücklichen Lage, auf industrielle Abwärme zurückgreifen zu können und haben damit, und man sieht das hier sehr schön, in diesem Jahr den Weg geschafft, um 80% den CO2-Ausstoß zu minimieren. Das ist ein gewaltiger Hub. Das sind ungefähr 45.000 Tonnen pro Jahr, sprich 80%. Und unser Ziel ist natürlich, dort weiterzumachen. Das bedeutet, wir wollen auf jeden Fall auch dort noch Biomasse und ähnliche Techniken zusätzlich einsetzen, um damit einen großen Schritt nach vorne zu gehen. Natürlich ist in so einer Stadt wie Dortmund mit 300.000 Einwohnern eine sehr dichte Bebauung und wir setzen dort auch auf ein weiteres Tool, was man auf der nächsten Seite ganz gut sieht. Wir haben extra ein Wärmetool entwickelt, um wirklich zu gucken, wie können wir auch das Thema Fernwärme weiter nach vorne treiben. Hier ist mal skizziert die Dortmunder Innenstadt, das dunkelblaue, da sehen Sie, das sind die bestehenden Fernwärmenetze, hellblau, zum Teil etwas schwer zu erkennen, unsere Erweiterungsprojekte. Also unser klares Ziel ist es, von ungefähr 10% Wärmeanteil auf 30% zu kommen. Und man sieht hier in dieser Wärmekarte auch ganz klare Wärmecluster. Das sind die dichten Altbaugebiete in den Innenstadtbereichen, aber auch in den Randbereichen. Diese kleinen Felder sind immer so 30 mal 30 Meter Quadrate. Und unser Ziel war es, verschiedenste Daten zu verschneiden. Das heißt, wir haben uns die zugängliche Gebäudedaten, Gebäudealter, Größe, aber auch mit Netzdaten, die wir haben, Versorgungsdaten, wo haben wir Gasversorgung, wo gibt es andere Quellen, verschnitten, um wirklich zu sagen, das ist für uns eine, ich nenne es mal digitale Heatmap, mit der wir den Ausbau nach vorne treiben wollen. Denn wir haben da noch ein großes Thema, denn 70% ungefähr der Dortmunder und Dortmünderinnen sind halt gasversorgt. Das vielleicht so als kleiner Überblick. Unser Ziel ist es, dort weiterzumachen, wobei natürlich Fernwärme nur ein kleines Thema ist. Ja, wie schaffen Sie es denn, regenerative Wärmequellen zu erschließen? Also werden Sie da auch in neue Netze, zum Beispiel nach dem Bundesprogramm Effiziente Wärmenetze, das Frau Deller erwähnt hat, Netze in der Richtung bauen? Und wie schaffen Sie, das ist ja eins der Schlüssel dafür, eine weitere Temperaturabsenkung im großen Fernwärmenetz? Also wir haben zum einen das Fernwärmenetz, aber wie gesagt, das ist nur ein Teil. Wir haben aber auch in der Vergangenheit schon sehr viel mit Nahwärmenetzen gearbeitet. Natürlich immer noch fossile Qualität, BRKW-Technik, aber da werden wir zunehmend übergehen in Richtung Wärmepumpentechnik. Wir arbeiten mit einem Partner zusammen, wo wir auch verschiedene andere Wärmequellen uns für uns erschließen. Das ist zum einen ein simples Beispiel Aquathermie. Es gibt halt sehr viele Abwasserleitungen, die man sehr gut nutzen kann. Aber Geothermie ist natürlich ein Punkt. Wir sind eigentlich nicht mit der tiefen Geothermie unterwegs, weil da sind wir im Ruhrgebiet doch durch den Bergbau etwas geschädigt, will ich mal sagen. Aber dafür reden wir auch von Nutzung von grobem Wasser. Das ist dann wiederum der positive Anteil dabei. Das heißt, wir müssen auch gucken und das auch abgleichen mit vorhandenen Stromnetzen. Und ein wichtiger Teil dabei ist natürlich auch das, was die Frau Deller eben erwähnt hat, das Thema kommunale Wärmeplanung, weil wir da auch einen engen Schulterschluss mit der Stadt Dortmund suchen, die ja auch das 2035er Klimaziel hat.
Ich würde jetzt übergehen zu Herrn Jank, Reinhard Jank. Ich hatte ihn vorgestellt. Er ist sozusagen unser Vertreter aus der Wohnungswirtschaft hier. Und ich würde gerne wissen, welche Klimastrategie verfolgt denn das Projekt LoEx im Bestand? Und was ist aus Ihrer Sicht, weil Sie ja auch in der Wohnungswirtschaft tätig waren, denn eigentlich der Beitrag der Wohnungswirtschaft zur Klimaneutralität? Ja, wie Frau Drewes ja schon gesagt hat, bin ich im Ruhestand und habe vor diesem Ruhestand für die Volkswohnung Karlsruhe gearbeitet, wo ich der Energiebeauftragte war. Und da war ich zuständig für die Optimierung im Energiebereich allgemein und speziell für sagen wir mal, fortschrittliche Sanierungsprojekte in unserem Bestand. Zuletzt im Ortsteil Rindheim, wo wir ungefähr 35 Mehrfamilienhäuser innerhalb von wenigen Jahren mit 1000 Wohnungen energetisch optimal saniert haben, mit einem Aufwand von ca. 70 Millionen Euro. Bei diesem Projekt, das abgeschlossen ist, wurde die CO2-Emission von ausgehend von 60 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter reduziert auf unter 10 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter. Das war sozusagen der Erfahrungshintergrund, auf dem Frau Drewes sich bezieht, indem sie mich dann gefragt hat, ob ich nicht noch etwas mehr über diese Projekte der Volkswohnung erzählen kann, trotz meines Ruhestandes, indem ich allerdings immer noch für noch laufende F&E-Projekte der Volkswohnung tätig bin, weil es einfach schwierig ist, in diesem Bereich Nachfolger zu finden für Leute, die in Pension gehen. Ich habe mit Frau Drewes ausgemacht, dass ich 4 Thesen hier formuliere und eine beschäftigt sich mit dieser Frage der Low-Carbon-Projekte, die Sie angesprochen haben. Die erste dieser Thesen beruht auf diesem Projekt hier in Rindheim mit diesen Sanierungen. Da ist meine These als Ergebnis dieser Erfahrungen, dass solche Bestandsgebäude, die in Rindheim waren aus den 50er, 60er Jahren, dass solche Bestandsgebäude nicht maximal, sondern optimal energetisch saniert werden sollen, um nicht überflüssig Geld zu verschwenden, das einem dann anderswo fehlt. Das Ergebnis einer solchen optimalen Sanierung wäre dann ungefähr ein 3-Liter-Gebäude und kostet auf der Basis der Erfahrungen dieser Gebäude in Rindheim so ungefähr 150 Euro pro Quadratmeter energetische Sanierung. Der Heizenergiebedarf liegt dann also bei ungefähr 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter, ausgehend von vielleicht 130 Kilowattstunden plus Warmwasserbedarf. Die Einsparungen an Nutzwärme liegen dann insgesamt bei 50, 60 oder sogar mehr Prozent. Und diese Maßnahmen sind bei anstehenden Gaspreisen von 12 Cent pro Kilowattstunde wirtschaftlich. Das war meine These 1. Aus der These 1 folgt direkt These 2. Auch die Energieversorgung muss optimiert werden. Für Städte heißt das entweder der Anschluss an eine dekarbonisierte Fernwärme oder an ein Energiesystem, das lokale erneuerbare Energien koppelt mit Energieeffizienztechnik. Und die Energieeffizienztechnik, das fällt unter die Kategorie Low-Carbon-Technologien. Low-Carbon ist für Ingenieure ein tägliches Brot sozusagen. Für Nicht-Ingenieure ist es aber etwas schwierig zu erklären. Da geht es um verschiedene Energieformen und Exergie. Da will ich aber jetzt nicht eingehen, sondern sehr verkürzt kann man sagen, Low Carbon heißt eigentlich, ich brauche Niedertemperatursysteme, sowohl im Heizbereich als auch im Erzeugungsbereich von Nahwärme. Und diese Art von Energiesystemen, über die rede ich gerade, wenn ich jetzt über so eine Kopplung von lokalen erneuerbaren Energien mit energieeffizienten Technologien rede. Eine ideale Kombination wäre zum Beispiel ein kleines oder mittleres BHKW plus eine Elektrowärmepumpe plus eine Photovoltaikanlage mit Energiespeichern und einem Spitzenlastkessel. Und das alles kombiniert mit einer hoffentlich möglichst smarten Regelung. Das wäre sozusagen meine ideale Kombination für ein solches Projekt. Mit so einem System könnte man oder kann man, tun wir ja in einem laufenden Projekt in Karlsruhe, kann man Primärenergieaufwandszahlen erreichen von unter 0,40 Kilowattstunden Primärenergie pro Kilowattstunde thermisch. Für diejenigen, die da drin sind in dem Feld und denen das was sagt, heißt das, wir sind da mit diesem System
besser als eine normale Kraft-Wärme-Kopplungsfernwärme, die üblicherweise in den Städten vorhanden ist. Also man erreicht mit diesem System nochmal ungefähr 50% oder mehr Energieeinsparung oder auch CO2-Einsparung im Vergleich zu dem Ausgangszustand. Dann ist man also in der Summe optimale Sanierung und optimales Energiesystem bei ungefähr 75-85% Energie- und CO2-Einsparung als optimales Konzept. So ein kompliziertes Projekt hat natürlich ein paar Probleme. Es ist komplex und teuer. Ferner gibt es dort heute noch Performance-Probleme und vielleicht am wichtigsten, es gibt einen Mangel an verfügbaren Fachkapazitäten, um solche Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Die Lösung dieser Probleme wären nach unserer Erfahrung in Karlsruhe erstens ein Quartiersansatz, also Übergang zu einer kritischen Masse anstelle zu Einzelgebäuden, dann möglichst eine Standardisierung dieser Komponenten, die es heute überhaupt noch nicht gibt, und eine Auslagerung eines solchen komplizierten Energiesystems vom Wohnungsunternehmen, das da nicht die Kompetenzen hat normalerweise, an einen externen Contractor, der so ein kompliziertes System dann umsetzt. Das wäre sozusagen meine These 2, die also die These 1 und die These 2 mit der Energiegebäudesanierung und der Energieversorgungssanierung Optimierung koppelt. Meine These 3 wäre, leider ist Frau Teller jetzt ja nicht mehr da, wäre gerichtet an die aktuelle energetische Regulierung, die sich in den letzten 20 Jahren zu einem Ungetüm an Regelungsvorgaben entwickelt haben und die nach meiner Meinung radikal vereinfacht werden müsste, so dass man nur mehr den CO2-Preis und einen Stromleistungsmarkt als Rahmen festlegt und an deren Stelle das vorhandene EEG und die KWK-Gesetze, die nach wie vor ja Geltung haben, dass man die einfach abschafft. Das würde die Regelung erheblich vereinfachen und das würde auch erhebliche Hemmnisse, die sich daraus ergeben haben, in den letzten Jahren dann entsprechend reduzieren. Das wäre meine dritte These. Meine vierte These ist, dass mit allen diesen Maßnahmen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, eine wirkliche CO2-Neutralität nicht erreichbar ist. Wenn man das erreichen will, dann muss ich zu einer disruptiven Technik übergehen, nämlich zur Einführung von Wasserstofftechnologien. Wasserstoff ist aber auf absehbare Zeit nicht verfügbar, jedenfalls nicht für den Wohnungssektor. Daher ist meine These, man sollte das Ziel einer echten CO2-Neutralität im Wohnungssektor vorerst aufgeben und nicht anstreben und sich begnügen, mit diesen optimalen Maßnahmen, die ich in meinen beiden ersten Thesen 1 und 2 beschrieben habe, um mittelfristig CO2-Ziele im Bereich von etwa 80-85% zu erreichen. Das auch wirtschaftlich einigermaßen vertretbar für unsere Mieter und dann warten, ob aus den Wasserstofftechnologien hier Potenziale entwickelt werden im Laufe der nächsten Jahre, die dann mittelfristig eventuell im Wohnungssektor auch eingesetzt werden können. Ja, vielen Dank, Herr Young. Das ist natürlich jetzt eine provokante These, die es sich lohnt, eigentlich gleich aufzugreifen, weil Sie ja im Prinzip jetzt aus der Perspektive der Wohnungswirtschaft ja die Klimaziele der Bundesregierung im Prinzip in Frage stellen. Das haben wir aber durchaus schon auch ein bisschen beobachtet, dass es da so eine Tendenz gibt. Das wird normalerweise nicht so deutlich gesagt, aber es ist so ein bisschen immer Zweifel, ja, können wir denn überhaupt Klimaneutralität schaffen? Weil die Kosten so extrem sind. Und ich würde ganz gerne da gleich überleiten zu einer größeren Frage, die wir hier diskutieren wollten. Ist es denn jetzt nicht eigentlich an der Zeit, dass man von den Zielen her, also das ist ja relativ klar beschrieben worden, auch von Frau Deller, dass es eben diese zwei Pfade gibt, also Sanierung und Wärmepumpe, oder man konzentriert sich auf Wärmenetze. Das ist dann eben eine andere Art, also das Ganze von der Wärmebereitstellung aus anzugehen und eben klar sich davon diesem Dogma, sage ich jetzt mal, oder von der Prämisse
der Technologieoffenheit zu verabschieden? Also das wäre jetzt mal eine Frage. Sie haben ja schon gesagt, Sie sehen auch den Wasserstoff nicht. Aber warum sehen Sie nicht, wenn man jetzt Wärmenetze, entsprechende Wärmenetze hat, die ja auch Dekarbonisierungspotenziale bieten, dass man insgesamt dieses Ziel dann schaffen kann? Ja, also Punkt eins, Wärmepumpen, die sind ja jetzt der große Hype, auch berechtigt, zumindest im Bereich der Einfamilienhäuser oder der kleinen Verbraucher, im Bereich der Bestandsgebäude, das ja mein Thema ist, ist es mit den Wärmepumpen sehr viel schwieriger, weil wir Temperaturprobleme haben, erstens. Und zweitens, weil die Wärmepumpen in diesem Bereich bis jetzt und auch auf absehbare Zeit viel zu hohe Stromkosten haben. Das heißt, die werden nur als eine Wärmepumpe, die monovalent ein Mehrfamiliengebäude versorgen soll, werden die einfach nicht wirtschaftlich sein. Daher diese Kopplung, die ich vorhin erwähnt habe, mit der man erreichen kann, dass der Strom, den die Wärmepumpe benötigt, nicht zu 100% nur, sondern nur zu einem Teil aus dem Netz bezogen werden muss und stattdessen aber lokal durch ein lokales BHKW und durch die lokale Photovoltaikanlagen bereitgestellt werden kann. Damit kann ich einen Mix von Strom für die Wärmepumpe produzieren, der zu einer wesentlichen Absenkung des Strompreises führt. Und der dritte Punkt, der da Schwierigkeiten macht bei dieser Art von Einsatz von Wärmepumpen, ist, dass in Quartieren, bei denen jetzt ja große Wärmepumpen mit entsprechendem Stromverbrauch eingesetzt werden müssten, dass da die Stromnetze in diesem Quartier dafür nicht ausgebaut sind, um so große zusätzliche Verbraucher hier anzuschließen. Auch das ist noch ein Grund, warum man auf die lokale Erzeugung umsteigen sollte, besser als auf diesen Strombezug aus dem Netz. Wenn man das aber tut, dann muss man das gesamte System optimieren. Und das heißt, ich kann so komplizierte, teure Systeme eigentlich nur auf die Grundlast auslegen. Und dann brauche ich immer noch einen Spitzenlastkessel. Und der wird nach heutigem Stand im Allgemeinen mit Erdgas betrieben werden. Das heißt, ich komme nicht vollständig weg. Die Botschaft ist also 70, 80, ja 85% CO2-Einsparung. Das heißt ja von, sagen wir mal, 60 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter auf unter 10 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter. Das kann man schaffen, technisch. Es ist auch wirtschaftlich absehbar, verkraftbar, insbesondere wenn wir jetzt über ein relativ hohes Energiepreisszenario nachdenken müssen. Also das geht alles ohne disruptive Techniken. Aber wenn ich wirklich von da zur CO2-Neutralität will, dann ist das nochmal ein riesiger neuer Schritt mit einem relativ geringen zusätzlichen Kosten. Also von 85% auf 100%, der sehr viel Geld kostet. Und da ist das Petitum in der Wohnungswirtschaft allgemein auf all den Schwierigkeiten, die wir haben bei dieser Umsetzung von komplizierten Energietechnologien, dass man sagt, man soll das Kind nicht mit dem Bad ausschütten und erst mal zufrieden sein, wenn man 80% schafft. Und wenn man in 20 Jahren Wasserstoff wirklich haben sollte und der auch preisgünstig da ist, dann ist es ja relativ einfach, zum Beispiel ein BHKW umzustellen von Erdgas auf Wasserstoff. Aber da würde ich einfach drauf warten. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gleich an meinen Kollegen Robert Riechel nochmal übergeben mit der Frage, was Wärmeplanung eigentlich bewirken kann und wie die Zusammenarbeit zwischen Wohnungswirtschaft und Energiewirtschaft sein könnte. Aber eine Frage aus dem Bereich Wohnungswirtschaft, aus dem Publikum, würde ich ganz gerne hier noch stellen. Und zwar war die Frage, ob das nicht eigentlich ein Problem ist, dass die Wohnungsgesellschaften die hohen Heizkosten ja auf die Mieter abwälzen können und deswegen gar keinen Anreiz haben für die energetische Gebäudemodernisierung. Wie kann man dem entgehen? Ist es überhaupt so? Die andere Frage wäre natürlich, auch die Modernisierungskosten können ja auf die Mieter umgelegt werden, was ja auch ein Problem ist. Also wie beobachten Sie das also aus den Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsunternehmen, mit denen Sie zu tun hatten? Wie lösen die das Problem? Also ich komme ja aus der Volkswohnung in Karlsruhe, städtisches Wohnungsunternehmen. Mieter sind eher aus dem Low-Income-Bereich. Die haben bis vor einem Jahr Wärmekosten gehabt im Bereich von 500 bis 800 Euro pro Jahr, je nach Größe des Gebäudes und je nach Effizienz. Die hätten jetzt bei den heutigen Energiepreisen 2.000 Euro. Und das sind Low-Income-Mieter. Das ist völlig unmöglich, dass diese Leute
oder die meisten dieser Leute sich so solche Heizungskosten leisten können. Das heißt also, es ist im direkten Interesse der Wohnungswirtschaft, dafür zu sorgen, dass die Mieter mit ihren Energiebedarfs- oder Energiebedarfsdeckungskosten da nicht überdimensional belastet werden müssen. Allgemein. Und in so einer städtischen Wohnungsgesellschaft wie in Karlsruhe speziell, wir sind eine städtische Wohnungsgesellschaft mit einem Aufsichtsrat vom Gemeinderat, also die sorgen schon selber dafür, dass die Volkswohnung hier Mieten, Warmmieten in dem Fall anbieten kann, die für diese Mieter, die bei uns Wohnungen suchen, auch wirklich verkaufbar sind. Das ist unbedingt, da kommt gar kein Weg vorbei. Sonst enden wir in einem Chaos. Ja, vielen Dank. Ich übergebe jetzt an Robert Riechel. Ich glaube, da kannst du gut ansetzen. Das glaube ich auch. Ganz herzlichen Dank für die bisherige Diskussion. Sehr spannend. Ich würde gerne nochmal das Panel, wir haben ja drei Personen auf dem Panel, so ein bisschen, sagen wir mal, breiter nochmal jetzt ansprechen. Wir haben ja jetzt die besondere Situation, oder das haben wir so uns überlegt im Vorfeld, dass wir drei verschiedene Perspektiven jetzt hier auf dem Panel haben. Einmal die Kommune, einmal die Wohnungswirtschaft, einmal der Energieversorger. Und damit haben wir, wenn man so will, die Schlüsselakteure für die Umsetzung der Wärmewende an Bord. Und meine These wäre, dass aber die Zusammenarbeit vielleicht bislang noch nicht immer so gut geklappt hat, wie es in Zukunft notwendig sein wird. Und das wäre jetzt eben die erste Frage, die ich an alle drei Panelisten auch gerne stellen möchte. Wie sehen Sie sozusagen die Zusammenarbeit mit den anderen beiden Akteursgruppen? Ja, also wie haben Sie bislang das erlebt, zum Beispiel als Kommune, vielleicht fangen wir an mit Frau Tausendfreund wieder, die Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft einerseits, sind die bereit, auch in die Sanierung zu gehen, und mit den Energieversorgern andererseits, da haben Sie eine spezielle Situation, das haben Sie schon angedeutet. Aber das wäre meine Frage, und vielleicht beginnen wir mit Frau Tausendfreund und dann, damit wir so ein bisschen mehr die Kooperation, die notwendig ist zwischen den Schlüsselakteuren in der Wärmewende, dass wir die so ein bisschen aufs Korn nehmen. Also ein bisschen was kann ich aus der Wohnungswirtschaft in meiner Gemeinde sagen. Wir haben das Glück, dass schon in den 50er Jahren ein kommunales Wohnungsunternehmen gegründet wurde, zusammen noch mit mehreren Firmen. Aber die Gemeinde ist hier die Mehrheitsgesellschafterin. 600 Wohnungen ungefähr. Ein paar sind in meiner Amtszeit noch dazugekommen. Und von daher kann hier die Gemeinde auch einen hohen Einfluss ausüben. Aber es war klar, dass die Häuser nach und nach energetisch saniert werden müssen. Und es war bei dem Geothermieprojekt auch von Anfang an klar, dass diese drei Siedlungen ziemlich am Anfang schon angeschlossen worden sind. Also da hat die Zusammenarbeit hervorragend geklappt. Natürlich ist es für die Bewohner auch ein bisschen anstrengend, wenn dann die Bauarbeiten, die Anschlussarbeiten sind und auch die Sanierungsmaßnahmen sind, weil ich muss die energetische Sanierung ja machen, wenn in bewohntem Zustand bei den einzelnen Häusern machen. Mit der Wärmesanierung sind wir noch nicht ganz durch. Ist dann auch nicht nur eine finanzielle Frage, sondern auch eine Kapazitätsfrage. Und natürlich die Wohnungsbaugesellschaft Pullach muss aus sich selbst heraus leben können. Also da funktioniert es nicht, dass die Gemeinde da Geld gibt oder man in große Vorleistung geht, sondern es muss natürlich alles wieder aus den Mieten erwirtschaftet werden. Aber wir haben jetzt nicht den Fall, dass wir überlegen müssen, lieber halten wir die Mieten niedriger, aber dafür sind die Nebenkosten höher, sondern da tun wir schon Gesamtdenken. Mhm. Und wir können auch die Mieten bei uns bei Neuvermietungen des alten Bestandes, wir haben auch noch alte Mieten, sind wir jetzt bei 11 Euro den Quadratmeter Kaltmiete.
Und bei den zwei neuen Gebäuden haben wir auf 12 Euro festgeschrieben. Auch das geht gerade noch wirtschaftlich, auch mit einem Neubau. Und das ging nur deshalb, weil es in Bayern da seit ein paar Jahren ein sehr gutes Förderprogramm gibt, wo 30% Zuschuss gegeben wird für alles. Also für die Grundstückskosten, für die Planungskosten, für den Bau. Und damit waren wir in der Lage, auch bei den Neubauten mit 12 Euro reinzugehen. Mhm. Okay, danke, Frau Tausendfreund. Ich frage mal weiter bei Herrn Schmidt. Auch bei Ihnen ist ja die Frage, wie klappt die Zusammenarbeit einerseits mit der Kommune Dortmund, andererseits auch mit der Wohnungswirtschaft? Wenn die Wohnungswirtschaft sagt, wir können nicht gerade nicht so viel sanieren, dann bleibt der Energiebedarf ja insgesamt höher im Wärmebereich. Das heißt, Sie müssten mehr Wärme bereitstellen, und zwar zukünftig erneuerbare Wärme. Das heißt, es ist schon eine entscheidende Frage, wo tariert man sich aus? Ja? Wie viel sozusagen wird vom Wärmebedarf abgeknapst und wie viel kann erneuerbar dann eingespeist werden? Wie sieht es bei Ihnen da aus in Dortmund? Ja, wir haben in Dortmund eine sehr gemischte Struktur. Einen erheblichen Wohnungsbaubestand von regionalen, überregionalen Wohnungsgesellschaften. Wir sehen ganz deutlich, dass es, ich sag mal, in den letzten 3 Jahren einen erheblichen Hub gab, wo viele Wohnungsgesellschaften, die, ja, Dortmund ist jetzt nicht die reichste Stadt und hat auch sehr, sehr gemischtes soziales Publikum, wo aber gerade in Wohnungsgesellschaften auch nicht die sozial stärksten wohnen und natürlich das Thema Miete und Miethöhe immer zu Diskussionen geführt hat. Aber entscheidend ist, dass wir sehen jetzt ein massives Umdenken. Sehr viele der Wohnungsgesellschaften kommen aktiv auf uns zu. Und ich komme zwar immer wieder auf das Thema Fernwärme, aber am Ende des Tages reißt man uns dort Fernwärmeanschlüsse aus den Händen, weil das geht natürlich einher mit dem Thema Gebäudesanierung. Und ein sehr guter Primärenergiefaktor von 0,2 hilft natürlich, gerade auch bei den Sanierungsmaßnahmen wiederum Kosten einzusparen. Und deshalb gibt es Entscheidungen, die in den letzten 2 Jahren getroffen wurden, sind viele Gesellschaften konsequent umzustellen und überall dort an Nah- oder Fernwärmenetze ranzugehen, wo es die Möglichkeit gibt. Das heißt, die Zusammenarbeit ist, ich sag mal, wesentlich besser geworden. Das Gleiche trifft auch die Kommune bei uns, weil wir haben gleiche Ziele. Wir haben sehr viele Überschneidungen. Wir liefern auch da sehr viel Wärme. Und wir sehen, ja, dass über das Ziel zwar die Kontakte sich verbessern, aber da muss ich leider auch ab und zu sagen, dass die kommunale Zusammenarbeit, dass es halt ein sehr langer Prozess ist, dort auch dieses Ziel wirklich umzusetzen. Aber wir sehen zumindest, dass dort auch erste Impulse gesetzt werden und wir halten die Zusammenarbeit für sehr wichtig. Und das, was eben auch das Thema war, nämlich das Thema der kommunalen Wärmeplanung, ist natürlich jetzt auch ein Motor, wo die Stadt Dortmund den jetzt genau aufgegriffen hat und gesagt hat, wir machen jetzt so eine kommunale Wärmeplanung. Und da spielt in dem Zusammenhang alle Partner eine Rolle. Oh, Herr Schmidt, jetzt haben Sie sich gerade, glaube ich, stumm geschaltet in dem Augenblick. Jetzt geht's wieder. Ich bin irgendwo reingekommen, Entschuldigung. Ja. Also, wo gerade der Verbund zwischen Energieversorgung... Schon wieder. Ich komme hier überall dran. Aber auch der Verbund mit der Wohnungswirtschaft, aber auch mit dem lokalen Handwerk, was die Umsetzung angeht, ein ganz wichtiger Verbund ist. Und der lebt gerade sehr stark auf. Und das sehen wir. Mhm. Ich komme gleich nochmal auf das Thema Wärmeplanung zu sprechen, weil mich das auch interessiert. Ich würde gerne den Reigen jetzt erstmal abschließen. Herr Jank, Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, in Ihrer These 2 war es die Frage, optimal oder ideal sanieren, ja? Und das betrifft ja die Frage, okay, wie viel leistet sozusagen die Wohnungswirtschaft und wie viel muss dann versorgungsseitig abgedeckt werden? Wie ist da Ihre Erfahrung aus Karlsruhe mit dem Energieversorger und wie vielleicht auch die Zusammenarbeit mit der Kommune? Ja, die Volkswohnung ist ja eine städtische Gesellschaft. Mhm. Die Stadtwerke sind zu 50% in der Hand der Stadt. Das heißt, wir sind mehr oder weniger Schwestern. Erstens. Zweitens, die Stadt versorgt ganz Karlsruhe mit Gas, jetzt überwiegend mittlerweile mit Fernwärme, die dort zu 60% aus Abwärme kommt, mit dem Ergebnis, dass die Volkswohnung jedes Gebäude, das nur annähernd in der Nähe irgendeiner Fernwärmeleitung liegt, grundsätzlich dieses Gebäude an die Fernwärme anschließt. Also das ist gar keine Frage der Kooperation, sondern das ist einfach von vornherein klar. Darüber hinaus habe ich vorhin erwähnt, wir arbeiten mit Kontraktoren zusammen.
darunter die Stadtwerke sind ein Kontraktor für uns, mit dem wir ganz gut zusammenarbeiten. Stadtwerke haben aber nach unserer Erfahrung schon oft die Schwierigkeit, dass sie etwas bürokratisch und schwerfällig sind und dass sie auch tendenziell eher teurer sind als sozusagen Kontraktoren, die frei am Markt sind. Deswegen sehen wir es eigentlich ganz gern, wenn wir nicht nur mit den Stadtwerken kooperieren, sondern auch mit Kontraktoren, die es sonst am Markt gibt. Und dann gibt es noch einen vierten Punkt, der eben auch schon erwähnt wurde, das Problem der Zusammenarbeit mit dem Handwerk und den Planern in der Stadt für solche Energiekonzepte. Das ist ganz kriegsentscheidend in näherer Zukunft, wenn wir da schnell vorankommen wollen, denn hier gibt es die eigentlichen Engpässe, in Klammern neben Geld und Finanzierung und so weiter, aber die eigentlichen Engpässe sind die ausführenden Firmen, die Planer oder auch Hersteller, deren Kapazitäten viel zu gering sind, um die Massen umzusetzen in der kurzen Zeit, die sich die Bundesregierung vorstellt. Also hier sehe ich den absoluten Engpass in den nächsten Jahren, nicht nur in Karlsruhe, sondern überall in Deutschland. Mhm. Ja, in der Tat. Also das ist nicht ganz ohne gut, aber man setzt sich natürlich auch ambitionierte Ziele, um die dann umzusetzen. Das ist ja so ein bisschen so eine veränderte Logik, ne? So ein bisschen vom Ziel her 2045 zu denken, das erstmal nicht mehr in Frage zu stellen. Und das höre ich auch immer wieder, dass es da doch einen großen Konsens gibt, und dann eben zu fragen, wie kann man das schaffen, auch wenn da sozusagen noch Veränderungen auch im politischen Rahmen für notwendig sind. Stichwort politischer Rahmen, und da kommen wir dann zum Instrument der kommunalen Wärmeplanung. Das kennen einige Nachbarländer schon zum Teil seit 40 Jahren. Für uns in Deutschland ist es noch relativ neu, aber jetzt kommt es ja sozusagen mit Kraft, kommt das Thema kommunale Wärmeplanung auf uns alle zu. Man hört von verschiedenen Seiten, auch von der Energiewirtschaft, von der Wohnungswirtschaft, auch sozusagen von der kommunalen Familie, wie wichtig das Instrument ist. Insofern würde ich Sie gerne nochmal fragen, wie Sie das bewerten, welche Rolle Sie für sich innerhalb der kommunalen Wärmeplanung sehen. Und vielleicht fangen wir mit Herrn Schmidt an, weil er es eben schon angerissen hatte. Wie ist es bei Ihnen in Dortmund? Gibt es da vielleicht auch so eine Konkurrenz? Nimmt Ihnen jetzt plötzlich die Stadt Dortmund die Butter vom Brot, wenn es um die Wärmeplanung geht und Sie nicht mehr als Energieversorger das machen? Nein, so ist es nicht. Also die Stadt Dortmund hat die kommunale Wärmeplanung ausgeschrieben. Das Verfahren läuft gerade und natürlich haben wir uns daran beteiligt. Wir halten es für einen ganz wichtigen Schritt, denn wir treiben unseren Leitungsbau, unseren Fernwärmeausbau ohne Fernwärmevorranggebiete nach vorne. Das heißt, bisher gab es so etwas in Dortmund nicht. Das bedeutet, wir waren rein wettbewerblich unterwegs. Und wenn man dort weiter expandieren will, dann ist es schon ein wichtiger Punkt, dass in einer kommunalen Wärmeplanung auch Eckpunkte gesetzt werden, Vorgaben gemacht werden. Weil da sehe ich auch die Kommune als federführend. Das hilft allen Beteiligten, die dort investieren wollen. Und es hilft uns auch schlicht und ergreifend, investitionssicher nach vorne gehen zu können. Und gleichzeitig aber auch wirklich im Endeffekt vielleicht auch mal irgendwann Gasnetze zurückbauen zu können. Wir haben leider eine Überschneidung, historisch gewachsen, dass 90% Fernwärme und Gas parallel liegen. Das ist natürlich wirtschaftlich nicht sinnvoll. Und deshalb versuchen wir, oder hätten wir großes Interesse daran, Vorgaben zu bekommen, wo wirklich auch klar festgelegt wird, wie gehen wir vor? Was sind die Ziele für bestimmte Sektoren innerhalb einer Stadt? Und deshalb können wir es nur befürworten, wenn so ein Rahmen gesetzt wird. Mhm. Okay. Gut, danke, Herr Schmidt. Ich frage mal gleich weiter, vielleicht Frau Tausendfreund. Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Eine relativ kleine Kommune. Machen Sie sowas wie kommunale Wärmeplanung? Haben Sie das jetzt auf dem Zettel? Nutzen Sie das Förderprogramm aus der NKI? Wie sind da Ihre Pläne in der Kommune Pullach? Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir schon die Hälfte des Wärmebedarfs über die Geothermie abdecken können. Und wir setzen natürlich auch weiterhin auf die Geothermie. Es gibt ein paar abgelegene Anwesen, wo wir uns was anderes ausdenken müssen, weil da lohnt sich's einfach nicht, die Leitung hinzulegen. So eine kleine Siedlung mit 50 Adressen, da müsste man wahrscheinlich eine Leitung für 3 Millionen hinlegen. Ist auch technisch schwierig, weil die im Isartal unten liegt. Da werden wir was anderes uns ausdenken. Ansonsten ist unsere Wärmeplanung, dass wir das Netz verdichten, noch die letzten Straßen erschließen,
Und das Netz ist jetzt schon ganz dicht. Von daher stellt sich bei uns jetzt diese Wärmeplanungsfrage nicht in dem Sinne. Was wir aber gemacht haben, mit einem sehr engagierten Mitarbeiter aus meiner Umweltabteilung, ist ein integriertes Klimaschutzkonzept, wo wir unter anderem auch alle unsere Gebäude angesehen haben, wo welcher Handlungsbedarf bei den öffentlichen Gebäuden oder Gebäuden, die der Gemeinde gehören, was wir da vornehmen müssen, um diese Gebäude zu ertüchtigen und auch in vielen anderen Bereichen Klimaschutzmaßnahmen durchführen können. Somit haben wir jetzt schon eine sehr, sehr gute Basis. Aber dass wir jetzt eine Wärmeplanung extra nochmal neu aufsetzen, da setzen wir jetzt einfach nochmal andere Schwerpunkte. Ich glaube, die Planung brauchen wir in dem Sinne jetzt nicht mehr. Okay, verstanden. Sie haben ja wirklich, ich sag mal, eine besondere Situation mit so einem großen erneuerbaren Potenzial aus der tiefen Geothermie. Das ist ja tatsächlich nicht so häufig in Deutschland, aber immerhin schön für Sie. Das bringt mich zum Stichwort Geothermie. Da gab es ein paar Fragen zu. Ich greife mal jetzt nochmal die raus aus dem Chat. Wie wurde die Geothermie in der Bürgerschaft aufgenommen? Gab es Bedenken und stehen jetzt viele hinter der Entscheidung oder gibt es immer noch Fragen dazu oder Bedenken? Also am Anfang war eigentlich der Standardsatz, ja, es ist ja schön, wenn das Potenzial vielleicht da ist, aber das ist doch nicht Aufgabe der Gemeinde, sowas zu machen. Da brauchen wir doch Profis von außen. Vielleicht finden wir da E.ON oder die Stadtwerke München oder irgendwelche anderen Privaten. Und auch viele von den Claims, es geht ja alles nach Bergrecht, haben sich auch Private tatsächlich gesichert. Aber wer Geothermie machen will, muss dann, so ist es jedenfalls in Bayern geregelt, muss dann auch deutlich machen und auch Maßnahmen ergreifen, dieses dann auch wirklich umzusetzen, sonst verliert man dann den Claim wieder. Wir hatten uns damals zum Glück den Claim rechtzeitig gesichert und jetzt ja noch den zweiten dazu bekommen. Also das war das Argument, können wir das überhaupt? Sind wir fachlich da präsent? Sollen wir so viel Geld in die Hand nehmen? Soll eine Gemeinde, so eine kleine Gemeinde mit 9.000 Einwohnern, dieses Risiko überhaupt aufnehmen? Das waren so die Anfangsbedenken und es ging im Gemeinderat auch hin und her. Wir hatten eine starke CSU-Fraktion, wo es dann zu der maßgeblichen Entscheidung gekommen ist und zum Glück. Und es war lange auf der Kippe, ob es überhaupt eine Mehrheit gibt. Und zum Glück hat dann ein Mitglied der CSU-Fraktion war dann überzeugt von dem Projekt und hat die anderen mit überzeugt. Und dann gab es 2004 den Startschuss. Also das war eigentlich das Hauptargument. Und in der Bevölkerung gab es eigentlich wenig Skepsis. Vielleicht diese Argumente, soll man nicht das Geld für Schulen oder andere Dinge in die Hand nehmen, soll man das Risiko eingehen. Aber in der Zwischenzeit ärgert sich vielleicht manchmal jemand, wenn die Straße wieder aufgebuddelt wird, wenn neue Leitungsstränge gezogen werden. Aber das ist auch alles, auch Erdbebenangst gibt es eigentlich nicht. Natürlich, wenn irgendwo anders mal was passiert, dann da hat es ja so ein paar Vorfälle gegeben, aber das ist ein anderes System als unsere Geothermie, wo man ja im Untergrund eigentlich nichts ändert, sondern nur aus der Tiefe das Wasser hochholt, über Wärmetauscher dann ins Netz bringt und das ursprüngliche Wasser eben abgekühlt wieder in die Tiefe pumpt. Da kann sich ja im Untergrund auch gar nichts verändern. Und jetzt rufen alle, ich will angeschlossen werden. Okay. Und also, auch das neue Projekt wird befürwortet in der Bürgerschaft.
Also im Grunde kann man schon sagen, dass die Tiefengeothermie so eine Erfolgsgeschichte für Sie war. Ja. Das bringt mich dazu, vielleicht beantworte ich das schnell selbst, ob Geothermie-Potenziale mit zur Wärmeplanung gehören. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich die Potenziale anschaut, dann sollte man systematisch alle erneuerbaren Potenziale und Abwärmepotenziale anschauen. Dazu können Abwasserwärme gehören. Das war auch mal ein Kommentar vorhin. Geothermie, Solarthermie, also das ganze Spektrum. Und im Regelfall, wenn man nicht so gesegnet ist wie in Pullach, muss man auch all diese unterschiedlichen erneuerbaren Energieträger sozusagen prüfen und dann auch, falls möglich, nutzen, um insgesamt die Ziele zu erreichen. Aber vielleicht wollen wir nochmal den Reigen abschließen mit Herrn Jank aus Karlsruhe. Bei Ihnen, Baden-Württemberg, Vorreiter, Bundesland, also bei Ihnen ist Karlsruhe vermutlich schon auf dem Weg, eine Wärmeplanung zu erstellen, oder? Ja, also Klimaschutzkonzepte in Baden-Württemberg sind nahezu ein alter Hut. Also bei den großen Städten weiß man es ja, Heidelberg zum Beispiel, Freiburg, Tübingen, Ulm, Stuttgart, alle großen Städte haben ihre Wärmeschutzkonzepte. Und einige davon, wie Heidelberg oder Tübingen, sind richtig Pioniere auch in der Umsetzung. An der Stelle ist hier eigentlich der wunde Punkt. Klimaschutzkonzept ist eine Sache, dessen Umsetzung ist eine andere Sache und die hängt sehr stark davon ab, wie motiviert und ambitioniert der Bürgermeister ist und wie der das antreibt. Und deswegen bin ich der Meinung, was vorhin gesagt wurde von Frau Teller, ein gewisser Grad an Verbindlichkeit, noch mehr Verbindlichkeit als bisher, würde der Sache gut tun. Die Akteure, die dann damit zu tun haben, wie die Wohnungswirtschaft, denen ja so ein Plan dann auf den Tisch gelegt wird, für die wäre es eigentlich gut, wenn man auch wüsste, dass das nur ein kleiner bunter Plan ist mit Optionen oder Potenzialen, sondern wirklich mit Handlungen und Handlungsanweisungen und Terminen und Fristen, an denen das und das passieren sollte. Wenn sowas am Tisch liegt, bei dem man da allerdings dann auch mitreden können müsste, das würde für die Sache, glaube ich, sehr positiv sein. Mhm. Ja, spannend, Herr Jank. Mhm, sehe ich auch so. Ich hätte eigentlich noch eine Frage, aber ich weiß, dass wir noch einen Block haben und nur noch wenige Minuten Zeit. Insofern würde ich jetzt ganz schnell fliegenden Wechsel zu Sabine Drewes machen, damit wir den letzten und dritten Block noch schaffen. Bitte, Sabine. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Block noch tatsächlich schaffen. Ich würde eigentlich ganz gerne noch ein paar Fragen hier zur Wärmeplanung selbst reinwerfen, denn das ist ja auch wichtig, dass hier Fragen beantwortet werden. Jetzt ist Frau Delle allerdings nicht mehr da und ich hoffe, wir kriegen die Fragen trotzdem beantwortet. Ich werde sie jetzt mal so gebündelt hier reinstellen und wer sie beantworten kann, möge das tun. Zum einen, was kostet ein kommunaler Wärmeplan? Ist es sinnvoll, die Wärmeplanung trotz des fehlenden Gesetzes, also es gibt es ja noch nicht, schon zu beginnen? Es gibt ja eine Förderung dafür von NKI. Wie sollten Kommunen bei der Wärmeplanung unterstützt werden? Und wenn das Gesetz einmal existiert, wird es dann trotzdem noch eine Förderung geben? Oder ist das dann einfach eine Pflicht und dann müssen die Kommunen selber zusehen, wie sie das finanzieren? Und dann war noch eine Frage aus Rheinsberg, dass die ein KfW 432 Quartier machen wollen, ob das schon eine ausreichende Grundlage ist für eine Wärmeplanung. Robert, kannst du vielleicht welche von diesen Fragen beantworten oder auch die anderen? Ich gucke gerne nochmal in die Runde, sonst versuche ich mich. Also die erste ja. Frage kann ich was sagen. Mhm. Erfahrungen in Baden-Württemberg, grobe Faustregel, ein Wärmeplan oder bei uns heißt es Klimaschutzkonzept, kostet ungefähr 1 Euro pro Einwohner. Pi mal Daumen. Also in Karlsruhe zum Beispiel 300.000 Euro. Mhm. Da steckt allerdings viel Arbeit an. Mhm. Also es sind mehrere Unteraufträge an Architekten, Planer, EVU. Also das ist eine relativ große Arbeit dann, die dafür gemacht wird. Also es kann von der Größenordnung stimmen, würde ich sagen. Das ist genaue Zahlen habe ich nicht parat und man kann natürlich da auch, sagen wir mal, unterschiedlich tief rangehen. Ich würde empfehlen, genau. Gerade wenn das Finanzvolumen, was zur Verfügung steht, zu Beginn noch überschaubar ist, erstmal, sagen wir mal, eine überblicksartige Potenzialabschätzung zu machen. Ich glaube, dass es
sukzessive sinnvoll ist, dann auch in vertiefte Untersuchungen nochmal ranzugehen, dann muss man natürlich auch nochmal extra Gutachten für beauftragen. Es gibt da auch in den Klimaschutzgesetzen eine Regelung, weil wenn das verpflichtend ist, dann muss das Land ja entsprechende Mittel zur Verfügung stellen. Man kann das je nach Einwohnerzahl also ziemlich genau ausrechnen, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Dann ist die Frage, die war vorhin schon mal kurz gestellt, nach der Förderung. Also das war hatte Frau Deller ja relativ deutlich gesagt, die Förderung ist jetzt bis Ende 2023 erstmal angelegt und dann rechnet sie damit, dass ab da dann eine Verpflichtung greift und dann zumindest für die Kommunen über 20.000 Einwohner würde dann sozusagen diese Förderung nicht mehr greifen. Stattdessen würden sie über das Konnexitätsprinzip dann Mittel erhalten. Eine Förderung ist noch denkbar, sagte Frau Deller, für die Kommunen unter 20.000 Einwohner auch danach. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Die Frage Quartierskonzept und kommunale Wärmeplanung. Ich denke, man muss beide Instrumente eng verzahnt sehen, die aber nicht gegeneinander ausspielen. Kommunale Wärmeplanung ist erstmal eine gesamtstädtische Planung, ne? Und insofern versucht sie auf einer anderen Abstraktionsebene erstmal die Wärmebedarfe und dann auch die Potenziale gegenüberzustellen und miteinander in Verbindung zu bringen. So eine Quartierskonzepte kann man so auslegen, dass sie stärker schon umsetzungsorientiert sind. Vor allem auch bei der Frage mit den Rechenzentren und der Abwärme, die da anfällt, hatte ich gedacht, ja, vielleicht kann man das auch im Kontext einer Quartiersbetrachtung irgendwie vielleicht mal angehen. Also insofern würde ich sagen, beides sind wichtige Instrumente und man muss die sinnvoll miteinander verzahnen. Ja, ganz vielen Dank. Ich würde gerne starten in die Runde. Wir haben uns vorher überlegt, die Wärmewende ist ja eine Zumutung aus verschiedener Perspektive. Zum einen über die Preise. Also man wird sich vermutlich von den Preisen, die vorher gezahlt werden, wurden sowohl für das Erdgas als auch für eventuelle neue Wärmelösungen. Man wird sich von den günstigen Preisen verabschieden müssen. Das Preisniveau wird wahrscheinlich hoch bleiben. Auf der anderen Seite sind auch Kosten für die energetische Modernisierung fallen an, wo immer die Frage auftaucht, wer soll die denn tragen? Kommen wir eigentlich am Ende da an, wo wir hinwollen? Kommen wir bei Klimaneutralität an? Und wie können wir das trotzdem als Gemeinschaftsprojekt weiterverfolgen? Herr Young hat ja schon eigentlich eine Antwort gegeben auf diese Frage, nämlich indem er sagt, nein, also wir würden jetzt nicht mehr an dem Klimaziel der wirklichen Treibhausgasneutralität tatsächlich festhalten. Da stellt sich natürlich auch die Frage, macht das Sinn, immer wieder über Ziele zu diskutieren, neue Zielhorizonte. Es gibt eben 2035, das ist ja auch hier das Motto dieser Serie, es gibt auch mittlerweile Forderungen nach 2030, was ja auch immer schwieriger eigentlich darstellbar ist. Wie sehen Sie das? Wie kommt man so ambitioniert gemeinsam tatsächlich voran? Kann es disruptive Veränderungen geben in diesem Bereich? Ich würde das gerne nochmal jetzt gezielt Herrn Schmidt stellen und Frau Tausendfreund dann im Anschluss. Ich denke, disruptive Veränderung kann es nur dann geben, wenn auch konkrete Vorgaben da sind. Also zum einen sollte man das Ziel haben, zum anderen sind wir aber auch Realisten, wo ich persönlich glaube, wir werden noch Technologien haben müssen. Wasserstoff ist ein Thema, was noch weit weg ist, aber ich würde es nicht völlig aus dem Augenwinkel verlieren. Und da ist auf jeden Fall noch ein erheblicher Handlungsbedarf und da sehe ich auch noch Potenzial. Ich gebe dem Herrn Janke vollkommen recht. Mit den heutigen Techniken und Möglichkeiten hätte auch ich noch einige Fragezeichen, dieses Ziel zu erreichen. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, Ziel aufzumachen, allein aus klimapolitischen Gründen. Das Thema disruptive Veränderungen. Ich denke, wir brauchen diese zentralen Vorgaben, die auch solche Wärmeplanungen geben, weil ansonsten der Motor fehlt, Dinge zu verändern. Also wenn eine Kommune, eine Stadt nicht solche Vorgaben macht, glaube ich, werden viele, ich spreche jetzt mal aus einer Vertrieblersicht, viele unserer Kunden sagen, ich hole mir im nächsten Jahr noch einen Gaskessel und dann habe ich 20 Jahre Ruhe. Also die einfachste Lösung und dann schaue ich mal, was danach passiert. Und das kriegt man nur angeschoben durch Vorgaben.
Wobei es ist zwar traurig, dass die aktuelle Energiekrise dort eigentlich Vorgaben setzt, aber das Pricing und die explosionsartigen Preise führen eigentlich jetzt schon dazu, dass sie ein echter Außenbordmotor sind, der das Thema nach vorne bringt. Denn plötzlich rechnen sich Investitionen. Selbst wenn das Preisniveau etwas runtergeht, ein Energiepreisdeckel ist immer noch ein Faktor 2 bis 3. Das darf man nie vergessen. Und das sind schon Antreiber. Und man sieht ja auch an der Nachfrage auf der Kundenseite, wie viele plötzlich über Wärmepumpen nachdenken. Das ist schon ein Antreiber, den wir uns alle nicht gewünscht haben, aber der auch das Ziel ein Stückchen vielleicht mehr in Richtung Realisierbarkeit fördert. Ja, vielen Dank, Frau Tausendfreund. Wie sehen Sie das? Also ich kann da, glaube ich, gar nichts mehr hinzufügen. Der Herr Schmidt hat es wunderbar ausgeführt. Einen weiteren Aspekt möchte ich noch einbringen. Mit dem Klimawandel werden wir uns auch mit Kälte beschäftigen müssen. Aber ich glaube, das wäre dann nochmal ein eigenes Thema. Man mag es ja gar nicht glauben, mit Geothermie kann man übrigens auch Kälte machen. Und wir sind jetzt schon an ein paar Projekten dran, gerade wenn es um Bürogebäude geht. Die Kühlung im Sommer ist nötig und auch da ist die Geothermie dann wieder sehr gut, weil gerade im Sommer steht ja viel zur Verfügung, was genau für diesen Zweck auch eingesetzt werden kann. Aber ja, wir haben auch viel zu tun. Also wir sind nicht auf der Insel der Seligen, sondern wir werden da versuchen, unseren Weg möglichst schnell auch umzusetzen. Das größte Problem ist meistens, dass die Leistungsfähigkeit, die Firmen etc., egal für welche Klimaschutzmaßnahmen, in dem Maße, wie es eigentlich nötig wäre, gar nicht zur Verfügung stehen, sondern das alles immer nur Schritt für Schritt gehen kann. Herr Jank, möchten Sie das noch ergänzen? Ja, wir liegen ja, die drei, die jetzt da geantwortet haben, liegen einigermaßen auf der gleichen Ebene. Erstmal alles, was machbar ist, umsetzen, ohne dass man schon die Technologie, die man vielleicht in 15 Jahren hat oder noch nicht hat, gleich im Blick haben muss. Wenn wir jetzt alles, was wir können, besser tun, als wir es in den letzten 10, 20 Jahren gemacht haben, in den nächsten 10 Jahren, dann haben wir schon viel erreicht und die CO2-Neutralität ist dann sowieso erst noch mal 10 Jahre später ein Thema. Ja, vielen Dank. Ich übergebe jetzt für die absolute Schlussfrage an Robert Riechel. So, ja, danke nochmal und danke auch an Sie drei auf dem Panel. Es war sehr aufschlussreich und interessant, mit Ihnen zu diskutieren. Letzte Chance für Sie nochmal die Take-Home-Message, wie man neudeutsch sagt, zu formulieren. Also in 2, 3 Sätzen, was Sie denken, was wir nochmal mit nach Hause nehmen sollten. Kommt in der laufenden Legislaturperiode jetzt die Zeitenwende im Wärmesektor? Sind wir jetzt endlich soweit? Und was können Sie beitragen als wohnungswirtschaftlicher Akteur, als Energieversorger oder als Kommune? Ich schlage vor, Frau Tausendfreund beginnt wieder. Ja, als Kommune versuchen wir auch andere Kommunen zu ermuntern. Wir haben im Geothermiebereich so viel Potenzial im südbayerischen Bereich insbesondere, aber auch in anderen Bereichen. Es passiert schon viel, aber viel zu langsam. Was immer ein Problem war in der ganzen Energiedebatte, wo wir so viel Zeit schon versäumt haben, ist immer wieder Statistiken aufzustellen, wo man sich jahrelang drüber gestritten hat, welcher Ausgangswert wird jetzt eigentlich genommen, um später messen zu können, wie viel haben wir jetzt eingespart. Die Zeit hätte man nutzen können, nötige Maßnahmen umzusetzen, bevor man sich im Theoretischen verfängt. Also Schlussbotschaft, so viel wie möglich in Maßnahmen so schnell wie möglich ergreifen und auch mal mutig sein und Projekte anstoßen und umsetzen. Also kein Klein-Klein. Der Austausch zwischen den Kommunen und Tiefengeothermie ist ein wichtiges Potenzial. Prima. Herr Schmidt. Also ich hoffe, dass die Zeitenwende kommt. Ich habe im Moment nur die Befürchtung, dass das aktuelle Thema der Energiekrise
dort leider wie ein Bremsklotz wirkt und man sich erstmal um diese Themen kümmert. Aber für uns heißt es ganz klar, wir wollen unser Ziel im Auge behalten und werden alle Maßnahmen, die wir irgendwie realisieren können, auch wirklich umsetzen. Also Ziele trotz aktueller Schwierigkeiten tatsächlich weiter im Auge behalten. Prima, Herr Schmidt. Und jetzt Herr Jank noch für die Wohnungswirtschaft, wenn man so will. Ja, ganz unten sozusagen. Hier geht es ja um die Wirtschaftlichkeit von Einzelinvestitionen. Und da ist die Botschaft, Investitionen und deren Wirtschaftlichkeit hängt von den Energiepreisen ab. In Zukunft immer mit Energiepreisen rechnen, die doppelt so hoch liegen wie die, die wir bis letztes Jahr haben. Dann ändern sich Wirtschaftlichkeitsrechnungen erheblich. Insbesondere bei den Energieeinsparmaßnahmen oder Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand. Okay, prima. Herr Jank, ganz herzlichen Dank nochmal an Sie. Wir sind fast am Ende der Veranstaltung. Wir wollen noch die Gelegenheit nutzen für einen kurzen Ausblick. Zwei Hinweise möchte ich gerne noch geben aus DIFU-Sicht, wenn man so will. Einmal die Forderung zur kommunalen Wärmeplanung, die wurde schon mehrfach erwähnt. 90% können gefordert werden, bei finanzschwachen Kommunen sogar bis zu 100. Also attraktive Förderung, schauen Sie sich um. Zum Beispiel unter klimaschutz.de finden Sie weitere Informationen zum Programm. Oder Sie besuchen das Webinar, dass das Service- und Kompetenzzentrum Kommunaler Klimaschutz am 8. Dezember durchführen wird, spezifisch zur Förderung zur kommunalen Wärmeplanung. Da können Sie noch mehr Fragen loswerden und erfahren alles Wichtige. Das ist es von mir und jetzt geht's nochmal weiter mit Sabine, die darauf hinweist, wie es weitergeht mit der Green Cities-Reihe. Genau, das möchte ich gerne auch ankündigen. Die Reihe Green Cities 2035 geht natürlich im nächsten Jahr weiter. Wir haben 4 Veranstaltungen geplant und die nächste ist am 23. März zum Thema Verkehrswende. Und man kann sich auch schon anmelden dafür. Auf der Website ist das schon freigeschaltet. Ansonsten wird die Aufzeichnung dieser Veranstaltung online gestellt und Sie haben auch noch die Möglichkeit, gleich im Abschluss ein Feedback abzugeben zu der Veranstaltung über einen QR-Code, aber das bekommen Sie auch im Nachgang zu der Veranstaltung nochmal als Mail. Wir machen eine Umfrage, um diese Veranstaltung kontinuierlich zu verbessern. Uns bleibt jetzt eigentlich nicht mehr, als uns ganz, ganz herzlich zu bedanken für Ihre interessierte Teilnahme und bei den ReferentInnen natürlich für die sehr spannenden Beiträge. Und vielen, vielen Dank, dass Sie bereit waren, so kurzfristig einzuspringen. Das war wirklich eine große Herausforderung und wir wären aufgeschmissen gewesen, wenn Sie das nicht gemacht hätten. Deswegen nochmal vielen Dank. Robert, möchtest du dich da nochmal anschließen? Nein, ich schließe mich dem Dank an Sie an und ich bedanke mich auch bei Sabine Drewes von der Böll Stiftung. Hat viel Spaß gemacht. Genau, das kann ich nur bestätigen, Robert. Ja, also vielen Dank und wir wünschen noch einen schönen Abend. Bis bald.